Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier live auf Beißler Motorsport zur Live-Übertragung der ICC, der International IndyCar Championship. Runde Nummer 6, die kleine Europatournee startet und sie beginnt in Deutschland mit dem Continental German Indy auf dem Hockenheimring. Und heute sind wir wieder zu dritt. Mit mir dabei sind Novien Armani und Johannes Mehles. Schönen guten Abend an euch beide. Ja, schönen guten Abend. Willkommen live aus dem Hockenheimring. Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen Montagabend, liebe Zuschauer. Live aus dem Continental German Indy hier, live aus dem wunderschönen Hockenheimring. Und wir grüßen auch schon mal vorweg den Nico, der ja später auch noch dazukommt. Ja, das ist richtig. Ja, bevor wir hier einsteigen mit dem Meisterschaftsstand, ich habe übrigens ein paar Änderungen gemacht am Meisterschaftsstand. Es gibt hier, ich zeig's, ich scroll mal kurz runter. Ihr wundert euch, erstmal schön geordnet, sieht besser aus. Und zweitens, da gab's doch 4 Wertungen, richtig. Die Nations Cup Wertung wird ab sofort gestrichen. Das hat 2 Gründe. Erstens, der Aufwand für 4 Wertungen ist mir zu groß, jedes Mal. Und wenn ich arbeiten muss, bin ich zum Teil so müde und krieg's fast nimmige Backe, die zu rechnen. Und hab mich jetzt beschränkt auf die Fahrerwertung, die Hauptwertung und dann noch die Team- und die Herstellerwertung. Und auch ein zweiter Grund war, dass wir eben so viel deutsche Fahrer haben. Da wird also, so wie es sich darstellt, immer nur Deutschland gewinnen bisher. Das macht natürlich keinen Sinn. Also deswegen dazu nur noch 3 Wertungen. Und da gibt's noch, ihr hört schon im Hintergrund, wir haben für den Vorberichtstraining 1 und 2 soundtechnisch laufen gelassen. Geht nicht anders, weil nicht, wenn man selber fährt, kann man das ja pausieren, da wir es ja als Multiplayer-Modus machen, damit wir nicht selber fahren. Geht das nicht, deswegen habe ich da 2 Trainings eingestellt. Die wird man im Hintergrund dann im Lauf des Vorberichts hören. Danach springen wir direkt zum Qualifying. Und es gibt noch eine Meldung, der Montag startet gerade mit einer neuen Meldung, kann ich jetzt schon mal bekannt geben, wird auch in den nächsten Tagen dann noch einen offiziellen Tweet dazu geben. Die ITCC, die International Touring Car Championship, wird nach der Saison 2016-17 eingestellt werden. Die gibt es dann nicht mehr. Auch das hat einen zeitlichen Aspekt, denn es wird mir dann doch zu viel auf Dauer und ich habe mir das Ganze mal angeschaut, welche Rennserie. Und wir haben ja sehr viele Tourenwagen-Serien und ich möchte gern diese TRC-Serie, in die ich so viel reinhänge, mache. Und habe ich gedacht, okay, eine Serie muss weichen und es ist dann die ITCC geworden. Aber wie werden gesagt, die Saison 2016-17 wird noch bestritten. Wird allerdings nur noch über 9 Rennen gehen. Dafür wird die Stock Car World Challenge ein 11. Rennen bekommen. Da wird so gut wie sicher der Auftakt dann doch schon diese Saison in Sochi stattfinden. Gibt's alles nochmal einen Tweet, nur dass ihr schon mal gehört habt. Nach der Saison 2016-17 ist Schluss bei der ITCC und damit auch Schluss mit R-Faktor auf meinem Kanal. Es hat mich sowieso schon ein bisschen genervt, dass es immer gespackt hat. Für R-Faktor ist dann der Nico zuständig, der dann 2-3 R-Faktor-Rennserie wo reinschauen könnt. Bei mir gibt's dann noch GameStalker Extreme und Race in Section. Nur das mal dazu und ich denke, damit haben wir also die wichtigsten News besprochen und dann gehen wir zum Meisterschaftsstand. Denn es ist ja noch relativ, naja, eng kann man es jetzt bald nicht mehr nennen, aber doch noch recht vom Punktesystem großzügig. Mario Reichelt hat mittlerweile die Spitze übernommen in dieser Meisterschaft. Auch schon ein Rennen gewonnen in Buriram. Im Wechsel mit Michael Fiebiger. Die zwei gäbe sich momentan ganz schön. 8 Punkte da der Rückstand. Mittlerweile ist auch Michael Ford an die Meisterschaft herangerückt. Nur noch 11 Punkte trägt der Rückstand, nachdem er in Japan gewonnen hat. Und Dritter geworden ist noch beim IndyCar-Rennen, beim Indy 100 vor 14 Tagen. Erbelding dann schon mit 22 Punkten Rückstand auf der 4. WTA Maki, Mühlberger, Drechsel, Czewicki auf der 8. Inio Tashamiro 9 und 10. Julien Lamy. Christian Huber, der Indy 100-Sieger, ist 12.
Niklas Luger auf der 14, Tien Tran auf der 18 und Dayan Harimi 27, Wekomeyer 28. So viele Fahrer sind auch in den Punkten. Bei der Teamwertung hat Tage Chip Ganassi die Führung mittlerweile jetzt erobert, hat sich jetzt also von hinten nach vorne gekämpft, das war irgendwo zu erwarten. Mit 129, PacWest Racing, im nächsten Jahr wahrscheinlich PacRest Gerner Racing, mit 111, Patrick Racing, das kleine Team mit Klaus und Erbelding auf der 3, vor Players Foresight Racing und Human Haas, das sind die Top 5. Das Team von Michael Ford, der Laperna Motorsports auf der 7, das Team Cole Green auf der 9, was hätten wir noch zu erwähnen, Penske auf der 13, ja, und All American Racers, Team von Weco, nur letzter. Und die Herstellerwertung, die zeigt uns schon deutliche Trends. Ford 433, Mercedes 290, 244 Honda und Toyota abgeschlagen mit 47. Im nächsten Jahr könnten Hyundai und VW diese Herstellerwertung ergänzen. Auch Chevrolet ist im Gespräch. Ja, und da geben wir jetzt mal das Wort an die Experten, beginnend mit dem Novien. Sag mal, was deine Einschätzung zu der Fahrerwertung und was könnte sich heute hier verändern? Sage mal so bis zu Vetiamaki, der mit 32 Punkten auch mit einem Sieg, wenn die alle ausfallen würden, da wieder rankäme. Ansonsten hat sich jetzt ein bisschen auseinandergezogen mittlerweile schon. Novien, was könnte sich denn jetzt hier entscheidend verändern? Oder haben wir jetzt hier bereits schon eine Tendenz? Wir gehen auf die zweite Saisonhälfte zu. Besser gesagt, wir sind ab heute schon in Selbiger angekommen. Gibt's schon eine Tendenz, Novien? Haben wir jetzt schon ein paar Fahrer, auf die es jetzt schon so langsam hinausläuft? Ja, also das ist noch etwas bisschen zu früh, weil es sind die ersten vier noch sehr, sehr eng beisammen. Wir sind aber im sechsten von 11 Rennen. 11. Ja. Ja, da muss man nicht kotzen aber dabei, Novien. Es sind halt 11 Rennen. Ich hab mich verschluckt. Ja, also die ersten drei, Mario, Michael und Michael, hatten das bis jetzt unter sich ausgemacht. Wobei, wir haben es ja auch gesagt, die Training sollte man nicht überbewerten und die Qualifikation erst recht nicht. Man muss dazu sagen, Christian Hoover geht natürlich mit einem Selbstvertrauen zu dem Rennen durch das Indy 100 Rennen, was er vor 14 Tagen gewonnen hat. Genau, Nico Cevicki wird ja da haben wir noch ein Transfer-News, die reiche ich noch schnell ein. Es gibt auch schon den ersten Neuling, den wir hier sehen werden im nächsten Jahr. Valentino Lisa wird von der Formel 1 Grand Prix 2 in die IndyCar wechseln. Und er wird der Platz von Nico Cevicki einnehmen bei Human Haas. Allerdings mit einer Ausnahme, wir werden den Nico Cevicki nächstes Jahr beim Indy 100 noch einmal am Start sehen. Das ist vertraglich abgesichert. Valentin Luisa hat ihm das Cockpit für diesen einen Gaststart überlassen. Der möchte also unbedingt den Nico noch einmal das Ding unbedingt gewinnen, nachdem er so knapp dran war. Also Valentino Lisa für 2 Jahre bei Human Haas. Christian Huber hat um 1 Jahr verlängert, genauso wie Tien Tran und Harimi bei Penske. Diese Paarung bleibt auch ein weiteres Jahr. Das sind jetzt schon mal sicher fixen Cockpits. Alle anderen sind noch nicht vergäbe. Und Michael genau. Fiebiger, übrigens für das halbe Feld ist das hier das Heimspiel, weil wir hier ja doch über die Hälfte an deutschen Fahrern hier haben, deswegen auch die Nations Cup keinen Sinn gemacht hat mehr, weil da wird ja jetzt jedes Jahr Deutschland gewinnen. Und das will ja auch keiner sehen irgendwie. Wenn man weiß, von vornherein schon Saisonbeginn schon, oh, da wird ja eh wieder Deutschland gewinnen in der Wertung. Novien, das ja nochmal dazu. Das war schon mal vertraglich. Der ist heute übrigens da, der Valentino Lisa in der Human Haas Box. Der macht sich jetzt schon mal ein Bild, was ihn da erwartet bei den IndyCars. Das nächste Abenteuer. Ja. Also bleibt im Monoposto, aber halt von Formel 1 in den amerikanische Formel 1 sozusagen. Mit weniger Fahrhilfen. Ja. Natürlich hat die IndyCars weniger Elektronik an Bord als die Formel 1. Das wird dann interessant, wie er sich da schlägt, der Valentino Lisa. Auf jeden Fall weniger Elektronik und sehr, sehr hohe Topspeed-Werte. Wir haben das ja schon in Indianapolis schon gesehen, fast über 400 km/h. Da wird Lisa aber nächstes Jahr nicht fahren, erst 2018.
Ja, aber das will ich nur mal für Valentino schon mal andeuten, dass er sich darauf einstellen muss. Nicht mehr so. Aber Valentino freut sich, hat er auch selber gesagt, er freut sich ja auch auf alte Weggefährten wie den Hamerski zu treffen, wie der Patzak zum Beispiel, wie den Harimi. Jendran. Und die haben alle gesagt, wir freuen uns sehr für Valentino, dass er dann wieder dann bei uns dann gesellt. Und ja, es ist für einige auch das Heimspiel. Für Nico ist es natürlich ein kleines, besonderes Heimspiel. Er wohnt ja in Baden-Württemberg. Das ist ja auch nicht von Schopfheim nicht so weit weg Richtung Hockenheim. Und es ist natürlich für viele natürlich, wie du schon gesagt hast, das Heimspiel. Aber für Nico natürlich ganz besonders zu der Nähe des Baden-Württemberg Grand Prix. Und es ist natürlich halt eine besondere Geschichte. Man muss sagen, auch Pascal hat sich wirklich in dem IndyCar-Sport sich wirklich echt einen Namen gemacht. Hat ja auch schon Rennen gewonnen, das muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, das Highlight ist einfach der Saison des Indy 100. Und das hat der Christian einfach mit einer sehr, sehr guten Fahrweise und kontrollierten Fahrt das Rennen einfach für sich entschieden. Und das hat er auch für mich meiner Meinung nach auch verdient gehabt. Schade zwar auch um Nico, ich hätte es ihm auch zwar gegönnt, aber man muss sagen, Chris hatte natürlich auch das nötige Glück in den wichtigen Moment, wo es dann drauf angekommen ist. Das ist richtig. Aber im nächsten Jahr werden die beiden noch einmal gemeinsam für Human Haas das angehen. Nico will es auf jeden Fall noch einmal wissen. Also der hat da den Elan und der wird sich jetzt akribisch, weil er nächstes Jahr außer ITCC und SWC kaum noch was fahren wird, würde sich akribisch auf dieses eine Rennen konzentrieren, um das zu gewinnen. Und schauen wir mal, wie es aussieht. Er hat natürlich durch den zweiten Platz einen Sprung von fast letzter auf die Top 10 Plätze gemacht. Aber Novien, zu der Frage, ihm fehlen 39 Punkte übrigens, um doch nochmal den Titel anzugreifen. Und wir haben ja dann noch 5 Rennen danach. Also unmöglich wäre das ja dann doch noch nicht. Aber jetzt mal eine andere Frage, Novien. Wer ist der Favorit bei den Fahrern heute? Gibt's wieder den Wechsel zwischen Reichelt und Fiebiger? Wird dann der Fiebiger wieder Erster? Oder könnte Michael Ford heute sogar die Tabelle führen? Theoretisch, rechnerisch, könnte er sogar übernehmen heute. Ja, Chip Ganassi war natürlich in den Trainings wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Ich habe das ja beobachtet. Mario und Julien, die waren beide sehr, sehr gut unterwegs. Und natürlich auch Michael Ford und Michael Fiebiger. Die fünf machen natürlich es unter sich auch aus. Aber wir wissen ja, IndyCars können natürlich gerne mal Positionsfights entstehen und man sollte sich überraschen lassen, wer das Rennen dann gewinnt, hier auf dem Hockenheimring. Das ist richtig. Bei Teamwertung ist es nicht überraschend, dass Chip Ganassi so langsam der anfänglichen Schwäche jetzt bis auf die 1 vorgearbeitet hat. Überraschend, das sind eher Pack West und Patrick Racing, dass die da mithalten können. Human Haas jetzt doch endlich in der Top 5 angekommen, aber eng. Team Cole Green ist eigentlich enttäuschend und Penske braucht man nicht drüber reden, dass die da offensichtlich eine Fehlentwicklung gemacht haben mit dem Auto. Denn das hat man sich anders vorgestellt. Ich glaube, der Harimi ist auch mit dem Ziel hingekommen, ein paar Rennen zu gewinnen. Davon sind sie weit entfernt, es sei denn, wir haben ein Chaos à la Adelaide, wo die Autos rumfliegen. Dann könnte er vielleicht ein Rennen gewinnen. Tien Tran war mal eine Runde oder zwei sogar in Führung in Indianapolis, was sicher auch ein gutes Gefühl ist, für den Tien mal so ein Rennen angeführt zu haben. Aber für den Sieg war er dann zu schwach. Das ist jetzt soweit die Tabelle. Und die Herstellerwertung, naja, da muss man nicht viel sagen. Die Ford-Motoren sind hier in der Mehrzahl. Das wird sich im nächsten Jahr etwas verteilen. Dann kriegen wir noch Hyundai und wahrscheinlich auch VW und Chevy dazu. Dann haben wir hier sogar ein bisschen ausgeglichenes Verhältnis. Chevy ist noch ein Fragezeichen. VW hatte gerne gesagt, der Abschluss ist nur noch eine Detailfrage. So wie auch beim Jogi Löw generell die Aufstellung eine Detailfrage ist. Und in Absprache mit Matthias Müller. Im Absprache, ne, der Matthias Müller, der beim Gerner nichts damit zu tun. Nein, Matthias Müller redet mit ihm die letzten Vertrag. Ach, Matthias Müller, ich habe Andreas Müller verstanden. Ich würde sagen, der hat mit Gerner nichts zu tun, der Andreas nein, Müller. Nein, das war auf Matthias Müller bezogen. Das sind Detailfragen zu dem Projekt Volkswagen Indy. Das wird es wohl geben. Es gibt nur noch halt eben Details. Man will genau wissen, wie der Gerner sich das vorstellt in Amerika. Aber es
Die ist auf dem Gut. Man hört, ja, man wird's, man möchte es riskieren. Auch dem Image wegen, sich zu präsentieren nach der Abgasaffäre. Und ja. Gerner hat es ja als wichtigen Schritt empfunden, das Ganze. Wie immer haben wir heute wieder einen Renault-Hintergrund, ist für keine Überraschung. Und wir gehen mal direkt weiter zur Streckenvorstellung. Ja, es tut mir leid, es ist genau diese Variante, die wir hier fahren werden. Ich weiß, die mögen viele nicht. Johannes, glaube ich, zum Beispiel nicht. Aber es ist nun mal Tatsache. Der alte Hockenheimring ist eben nur für die SCM. Und wird aber trotzdem interessant. Ich hatte damals ein Testrennen Ende letzten Jahres hier gemacht. Und es hat sehr gut ausgeschaut. Also wir können uns hier auch in Imola in 14 Tagen vor das letzte Rennen vor der Sommerpause können wir uns auf jetzt zwei geile Rennen freuen. Und auch Istanbul mit der Kurve 8 wird dann auch noch ein Highlight. Dort wird Veko einmal sein Cockpit räumen. Da werden wir Mirko van Werle sehen in dem Auto von Veko und Steven Hart in Laguna Seca. Norwin, Streckenvorstellung. Ich gucke jetzt mal gerade, wie ist das erste Training? Das läuft noch. Kurze Trainingszeit. Sein Berater hatte hier aktuell die schnellste Trainingszeit im Cold Green Racing. Norwin, sieht man hier, ist von 2014. Die Karte hat mir am besten gefallen wegen der Beschreibungen. Außer DRS, sowas haben wir hier nicht im IndyCar, das brauchen die Amis nicht DRS. Norwin, die Streckenvorstellung, Hockenheimring, kennen wir ja aus der DTL, muss so gefahren sind, und jetzt mit IndyCars. Zum ersten Mal seit über 13 Jahren wieder in Deutschland die IndyCars. Und dann hier in Hockenheim. Norwin, erklär uns was zu der Strecke. Ja, ich nehme euch mal eine Runde mit auf dem wunderschönen Hockenheimring hier in Baden-Württemberg in Deutschland. Los geht's. Es geht Richtung erste Kurve, die Nordkurve. Die hat's wirklich sehr, sehr, sehr in sich, weil wenn du da den Bremspunkt falsch erwischst, dann kann es mal sein, dass du jemanden hinten drauf kachelst. Und das möchte keiner, weil die erste Kurve hat's ja schon in den letzten, ich sag mal, die letzten 14 Jahren öfters mal Opfer verlangt. Und das muss man auch aufpassen, wie man damit die Kurve auch anfährt und anbremst, weil es ist ein beliebter Kurs zum Crashen, aber man sollte auch aufpassen. Vor 2 Jahren gab es einen bösen, bösen Unfall von Felipe Massa, der das Auto da fast überschlug, konnte aber unverletzt das Auto verlassen. Dann geht's Richtung Kurve 2, 3, 4. Eine sehr, sehr schnelle Rechts-Links-Kurve. Eine sehr, sehr zügige Kurve. Da ist schon der erste Sektor schon, also relativ zügig. Und ich denke mal, mit den Indycars werden wir schon unter 1,40er Zeiten durchaus kommen. Da bin ich mir sehr sicher und das wird auch so kommen. Eine lange Gerade Richtung Parabolica und der Haarnadelkurve. Die harte Bremszone, eine sehr unangenehme Kurve zum Bremsen. Wenn man da ein wenig zu spät kachelt, dann macht man à la Villeneuve und ich glaube nachher ein Kartik, Thiago Montero nach. Und das war natürlich nicht so toll, was damals mal passiert ist, vor 11 Jahren an dieser Stelle. Dann geht es natürlich zu Kurve 7, 8, Mercedes Arena. Das ist natürlich eine schöne, schöne Stelle, seinen Gegner zurechtzulegen, aber man sollte auch aufpassen, weil man sollte da aufpassen. Kurve 9, 10, Richtung Mobil 1 Kurve, 11 und 12, darauf folgend. Sehr, sehr schnelle Kurve drauf folgend. Man sollte da ein ganz gutes Gefühl haben. Es gab da auch schöne Duelle. Ich sag nur Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Hockenheim 2002 fällt mir so in den Sinn ein. Abflüge gab es viermal auf der alten Variante. Mika Häkkinen 99. Ja, genau. Und da gibt es natürlich auch mal ein wenig über ein heftige Unfälle kann man natürlich auch vermeiden, wenn man da auch natürlich vorher auf die Bremse steigt. Bevor es dann zu der legendären Sachs-Kurve geht, wo die Fans dann das natürlich in Scharen. Das Stadionkomplex, kann man sagen, ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Eine sehr, sehr schöne Tribüne, um wirklich das von Weitem aus zu sehen, wie die Fahrzeuge vom Sektor 2 schon Richtung letzten Streckenabschnitt fahren. Bevor es Richtung Kurve 14 und 15 schon geht. Und die haben es wirklich in sich. Bevor es dann Richtung Opel-Kurve geht und dann natürlich zu der Südkurve. Mittlerweile heißt die Opel-Kurve die Südkurve. Ja, deswegen sage ich dazu die alte Opel-Kurve. Früher hieß sie damals, jetzt heißt sie Südkurve.
eine sehr, sehr schöne Ausblick vor den Fans. Also da haben die Fahrer den meisten Adrenalin und da freuen sie sich, wenn sie da einbiegen. Die Boxengasse ist sehr, sehr knifflig. Da verliert man in der Regel, wenn du das jetzt fragst, mit einem kleinen Knick noch. Genau, Novin, ja. Was verliert man da beim Boxenstopp mit den Indycars? 28 bis 32 Sekunden, weil das ist eine relativ kurze Boxengasse, aber auch eine gefährliche Boxengasse. Wenn ein Verfolger aus der Nordkurve einbiegt, dann kann es mal sein, dass es zu zweit krachen könnte. Ich habe gesagt könnte, weil das ist nicht ganz ungefährlich. 120.000 Zuschauer sind heute da. Der Streckenrekord in diesem, auf diesem Kurs wurde von Kimi Räikkönen aufgestellt mit einer 1:13.780. Im McLaren Mercedes im Jahre 2004. 120.000 hab ich schon gesagt, passen da rein. Und es gibt ja eine Viertelmeile-Strecke, also eine Dragster-Strecke. Und da wurde der Rekord aufgestellt. Ja, genau, von Brady Kelwarder aufgestellt im Jahre 2005 in 4,873 Sekunden. Und wir freuen uns schon auf dieses Spektakel hier in Hockenheim. Viele Fans haben auch das Ticket gekauft. Alle Tickets waren schon ausverkauft. Es war noch bis gestern fraglich, ob sie alle Tickets noch verkauft gekriegt haben. Aber es hat tatsächlich noch gewirkt. Das war die Streckenvorstellung hier aus dem Hockenheimring. Anders wie in Budapest in Grand Prix 2, da werden wir wohl mit einem nur halb ausverkauften Haus nächste Woche rechnen müssen, weil das es wohl nicht geklappt hat, haben wir schon länger beobachtet. Sehr kurze Strecke, sehr interessante Strecke für Indycar. Wie gesagt, es gab hier ein Testrennen Ende letzten Jahres, um dieses Event zu bewerben. Und es kam sehr gut an. Und ich glaube, dieser Hockenheim-Kurs mit diesem neuen Layout könnte sich gut für das Indycar eignen. Also wir werden da sicher ein spannendes Rennen hier in Baden-Württemberg sehen. Ja, die Mercedes Arena. Wir haben ja übrigens einige Fahrzeuge mit Mercedes-Motoren. Also da ist auch ein Heimspiel für den Motorenhersteller gegeben. Zum Beispiel PacWest Racing, das Team, wo Gerner dann übernehmen möchte, das hat einen Mercedes-Motor und es wird wahrscheinlich einen VW-Motor bekommen. Das ist also dann das Heimspiel hier. Novien, drei Key Facts in Hockenheim, bevor es ins Qualifying geht. Die Aerodynamik, die Topspeed natürlich und natürlich auch ganz wichtig die Bremsen und die Balance. Weil ich habe, das sind zwar vier, aber das ist egal, weil das sind die vier wichtigen Key Facts drauf. Weil vor der Haarnadel ist die Speedtrap, da wird die Geschwindigkeit gemessen vor der Bremszone. Und da hat man, ja, ich sag mal, mit Indycars gut 330, 340 kann man locker drauf. Und mit den Formel 1 Boliden hat man immer noch so gute 295 bis 320 km/h, je nachdem. Also heutzutage hat über man dann eben nur 200 knapp drauf. Ja, aber es ist trotzdem ordentlich schnell auf dieser Kurve. Und ja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei diesem wunderschönen Rennen hier in Hockenheim. Auf dem großen Preis der Santa der von Deutschland Grand Prix. Und ich möchte noch eins loswerden. Der Hermann Topczyk, der wird ja heute auch wieder dabei sein. Wir haben es ja schon gesagt. Und natürlich der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann lassen sich das nicht nehmen, dieses Spektakel hier zu sehen. Richtig. Das ist richtig, jawohl. Also da ist einiges gegeben, liebe Zuschauer, wenn ich jetzt nochmal schaue, was für der Boxengassen-Konfi abgeht. Einiges gegeben. Möchte mal kurz noch den Johannes fragen, bevor wir jetzt starten. 25 Minuten. Das ist sehr gut. 20 bis 30 Minuten. Da bleiben wir immer in unserem Fenster. Während es hier Training 1 hat sogar für Training 1 gereicht. Wenn wir unten noch ein bisschen die Bilder sehen, die zugespielt werden der Regie Harimi, der hier auf der Strecke fährt. Der kennt ja noch den alten Kurs aus Grand Prix 2, wo er drei Saisons dort fuhr. Johannes, was erwartest du heute für ein Rennen, Hockenheim? Du bist kein so großer Freund von dem Layout, aber traust du deinen Fahrer zu, dass wir hier trotzdem ein geiles Rennen erleben werden? Über 40 Runden also, heute. Ich sag so, es gab spannende Rennen auf dem neuen Hockenheimring, das muss man schon mal sagen. Es gab spannende Rennen. Ich traue den Fahrern da zu, dass sie ein spannendes Rennen verursachen.
Die Zeiten, wenn wir jetzt hier auf das Training, Training 2 brauchen wir dann ebenfalls nicht. Das aktuell 1:24.762 von Said Barada. Ich traue aber zu, dass die auch unter 1:24 könnten. Vielleicht lege dem Qualifying zu, da knappe 1:24.1 rum. Also ich denke, da geht noch was. Die Abstände lasse uns verraten, dass es ja bis Platz 18 noch richtig eng zur Sache geht. Ich denke, da wollen wir auch nicht lang quatschen. Wir springen jetzt Training 2, müsste jetzt gleich kommen. Wir springen jetzt direkt. Da mache ich ab jetzt wieder den Tag rein. Und jetzt sind wir im Qualifying. 20 Minuten, 6 Runden hat jeder zur Verfügung. Anders wie bei den Ovalrennen werden die hier nicht so schnell verbraucht. Das ist das Problem an Ovalrennen, dass die schnell die 6 Runden verbrauchen. Indianapolis und Homestead. Das haben wir ja nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch Rundstrecken im Rest der Saison. Nach Hockenheim geht dann Imola in 14 Tagen. Dann ist Sommerpause. Und nach der Sommerpause, letzte Augustwoche, geht es dann das erste... Erste Übertragung nach der Sommerpause wird nämlich sein IndyCars, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Genau, IndyCars und dann DTL. Das werden die ersten Übertragungen sein. So, die Ampeln sind freigegeben und es ist auch schon einer rausgefahren. Und das ist Tien Tran. Und das ist ein richtiges Heimspiel für Tien, denn er wohnt in Heidelberg. Und Heidelberg ist nicht so weit entfernt von Hockenheim. Er wohnt in Heidelberg. Also für ihn ein absolutes Heimspiel für den Tien. Was traut ihr ihm zu? Kann ihn das beflügeln? In Indianapolis führte er mal 2 Runden beim Indy 100. Und die Strategie hat ihn auf den 11. Platz gespült. Ich sag mal so, Tien Tran wird jetzt auf jeden Fall alles geben, was sein Heimpublikum zu machen. Aber zutrauen, mal gucken. Das ist richtig. Wir müssen uns einfach mal von Tien überraschen lassen. Er kennt die Strecke wie einige aus der ehemaligen Grand Prix 2 Riege sehr, sehr gut. Aus der alten Hockenheim-Fassung natürlich. Aber er hat natürlich viel in Hockenheim getestet in den 2 Wochen. Er war ja auch schon am Samstag schon in Hockenheim schon da. Mit Darian so, zusammen. Und jetzt müsst ihr das Bild besser sehen. Das Lustige, da ich im Fenstermodus spiele, kann ich das auch auf dem einen sehen, aber da seht ihr es dann nur abgeschnitten. Jetzt müsstet ihr das voll sehen. Ist mir nämlich gerade eingefallen, deswegen bin ich weggeswitcht und das Logo schnell getauscht. So, jetzt müsstet ihr es wieder sehen, oder? Jetzt ist es auch in richtigem Vollbild. Ja. Da gehe ich wieder rein in das Ganze. Und da sind wir jetzt bei Harimi, der ist auch rausgefahren, aber wir wollen jetzt erstmal den Tien mitnehmen, denn der ist zuerst rausgefahren. Ja, und Tien wird und der hat Harimi vor sich begrüßt. Wie bitte? Oh oh, der wird ja frenetisch gefeiert, der Tien. Der hat in der Stocker World Challenge der ersten Saisonhälfte gut überzeugt und jetzt ist der Harimi vorhin rausgefahren. Eigentlich müsste der ihn durchlassen, der Dayan, weil der ist erst rausgefahren und der Tien ist auf der schnelle Runde. Beide werden ja nächstes Jahr ebenfalls für Penske gefahren. Also Tien hat sein Cockpit für 17 sicher, genauso wie Harimi, der hatte eh schon 2 Jahre unterschrieben. Wir haben ja auch wieder andere Kameras, die wir auch hier wieder heute zeigen können. Ja, du hast ja heute, Michael, Mercedes-Benz, auch das ist ein Heimspiel. Auch Penske mit einem Mercedes-Motor, die werden den auch nächstes Jahr behalten. Mobi-One? Genau, Mercedes-Benz wird auch im nächsten Jahr Motorlieferant bei Penske werden. Man will da was entstehen lassen. Und jetzt könnte er vielleicht doch den Windschatten vom Harimi nutzen. Der scheint ihn doch gar nicht so zu behindern. Könnte ihm eher Windschatten geben. Was gibt uns der Tien Tran für eine Zeit? 1:25.719, da wissen wir, dass das schneller geht. Und da ist schon Michael Fiebiger schneller gefahren. Und da sieht man, welche Bodenwellen in der Nordkurve sind, Novien. Da hat ziemlich ganz schöne Schlagegäppe hier bei Tien und auch beim Fiebiger. 1:24.708, sogar schneller wie Barada gerade im Training. Justin Klaus jetzt. Kommen die Zeiten hier rein. Auch er fährt hart über den Körb. Nicht, dass das eine im Rennen noch das Rennen kostet, wenn die so hart den Körb nehmen, weil der steht ziemlich hoch in der Nordkurve. Wo ich das letzte Mal bei der DTM war, 2013, da bin ich die komplette Strecke abgelaufen und habe die abfotografiert. Ich möchte eine Meldung bekannt geben, die Veko gerade geschrieben hat mir.
Auf jeden Fall kann er bekannt geben, dass er seinen Vertrag bei All American Racing nicht verlängern wird, weil er wird in der nächsten Saison auf Teamsuche gehen. Joe Gerner sucht auch Fahrer, lieber Weko, bei Pack West Racing und das Team ist etwas weiter vorne anzusehen. Vielleicht wird da was möglich. Dann noch der VW-Motor und dann hätten wir eine GCR Gerner Racing Kombi schon mal. Denn da ist ja noch kein Fahrer sicher. Fiebiger hat die beste Chance zu bleiben. Weko und Fiebiger wäre auch sicher ein interessantes Team. Barada, schau mal, Barada 1,24,493. Seid Barada, der Marokkaner. Ja. Könnte der hier sogar gewinnen? Die Hymne kennen wir auch nicht. Die haben wir auch noch nie gehört. Die marokkanische Hymne kenne ich. Die isländische Hymne kenne ich jetzt seit gestern mittlerweile. Das heißt, die habe ich mir auch mal letzte Woche mal angehört. Die einmal gehört habe in meinem Leben. Die werden wir jetzt nicht mehr hören, weil Island nicht mehr dabei ist, leider. Ja, viele fliegen ja sofort ja weiter schon zum nächsten Rennen. Das ist ja, ich glaube, STM, Michael, wenn ich mich täusche. Das ist richtig, ja, sofort. Das ist erst am Sonntag STM. Also jetzt ist schon ein bisschen Pause wieder. Jetzt ist wieder angenehm, jetzt sind zwei Rennen hintereinander. Und jetzt haben wir aber dann den Rest der Woche wieder Pause. STM in der Lausitz ist auch nicht so weit. Man war jetzt immer in Deutschland. Und zwar waren wir gestern in Oschersleben, sind also dann vom Mitteldeutschland hier nach Süddeutschland. Jetzt geht es wieder nach Ostdeutschland. Also man bleibt in Deutschland einfach. Lausitz ist das nächste. Ein Klassiker. Ja, genau. Fuxi 1,24,608. Es gibt übrigens erste Kalenderentwürfe für die STM 2017. Darüber werde ich dann im Qualifying am Sonntag eingehen. Da gibt es schon einen ersten provisorischen Kalender, den ich mir heute schon zusammengestellt habe. Und dazu werde ich dann am Sonntag bei der STM erzählen, wie der aussehen wird. Sachsenring ist draußen, das kann ich jetzt schon mal definitiv sagen. Schwarzenbacher! Kaiserslautern liegt auch nicht so weit weg von Hockenheim. Nee. Also, auch er hat hier ein absolutes Heimspiel, aber Tien ist natürlich noch näher mit Heidelberg. Marco Schwarzenbacher, der in der Indycar auch noch nicht so 100% überzeugt hat. Wer wisse, dass ein Grand Prix 4 mehr geleistet hat. Also, er muss auch noch. Und aber er könnte Platz heute zwei? Hier auch was beweisen. Aber Platz 2 ist doch nicht so schlecht. Nein, das ist super. Das ist wenn der da ein Podest holt, hat er schon nur eine Tausendstel hinter Parada. Eine Tausendstel, die könnte er noch finden. Und er hätte noch einen Versuch unter Umständen, wenn ich mir eine Runde anschaue. Ja, ich also wie gesagt, am Sonntag gibt es einen provisorischen Rennkalender. Den werde ich euch dann mal so vorstellen. Der ist aber noch nicht fix. Also ich kann schon mal sicher sagen, müssen natürlich Strecke gestrichen werden, weil wir auf 14 verkürzen. Sachsenring ist draußen, so wie ich gehört habe, die Avus genauso. Und die Nordschleife wahrscheinlich auch. Nein. Und dafür kommt Helsinki rein, das soll sich dann aber im jährlichen Wechsel mit Göteborg abwechseln. Aber da sind die Verträge noch nicht hundertprozentig sicher. Sicher ist, Helsinki ist nächstes Jahr. Was mit Göteborg ist, das wäre dann erst 2018. Aber ich sag dazu mehr am Sonntag. Michael, du hast ja heute, und du auch Johannes, du hast ja heute, ihr beide habt ja heute auch mit dem Pacecar-Piloten Sebastian Ung und dem Beifahrer Nobin Amani gesprochen. Was haben die für euch einen Eindruck hinterlassen? Da gebe ich dem Johannes doch zuerst das Wort. Ich habe jetzt gerade zugehört. Ja, ihr habt ja heute beide. Montero ist schon abgewunken. Montero hat Qualifying schon beendet. Der darf jetzt nicht mehr fahren. 12 Minuten noch. Julien Lamy hat sich jetzt auf die 1 gearbeitet. Ui. Im Target Chip Ganassi. Das ist also keine Überraschung, denn das ist momentan auch jetzt das Auto, was immer stärker wird. Auch schon von vornherein Saisonbeginn der Favorit. Ich muss aber auch dir Birgit mal richtig loben, Michael. Platz die 6. Hatte sehr viel Pech gehabt bisher jetzt in den letzten Rennen. Wer darf denn alles nicht mehr fahren? Also Montero ist raus. Und, oh, Drexel, der kommt jetzt erst raus. Drexel und Tamaki.
Tien dürft noch einmal, Adnan und Weko könnte auch noch einmal reichen. Montero ist also Stand jetzt schon der einzig Abgewunkene, der darf also nicht mehr fahren. 11 Minuten haben wir gleich noch. Ja, der Safety-Car-Pilot also hat nur gesagt, er hofft, dass wir heute nicht so oft zum Einsatz kommen, hat er gesagt. Dass sie ja, sich also genau. Da nicht oft in die Karre rumsen. Da hätte man gestern auch fast das Gefühl gehabt in der DTL, es gibt einen Safety-Car, nachdem Bergmann sich wie der letzte Depp angestellt hat und da mal eine schöne Kollision ausgelöst hat. Hat er 15 Sekunden Zeitstrafe kriegt, der Bergmann. Hat aber nur den Platz mit dem Pace getauscht am Ende. Hat aber beide nichts genützt, denn die waren außerhalb der Punkte. Nobin, was ist denn bei dir gestern gewesen? Du bist noch ausgefallen. Du bist nämlich in der ersten Kurve geradeaus in die Leitplanke geknallt. Bremsprobleme hatte ich. Das kann ich sofort sagen. Ich hatte Bremsprobleme. Ja, so hat er ausgesehen. Ja, also man hätte auch das Gefühl gehabt, der Beißler hätte ich vielleicht auch in einen Fehler getrieben bei seinem Pushen. Was liefert uns Drexler ab hier? Ja, viele Fans aus Salzburg und aus Everding sind ja gekommen. Für die zwei Österreicher im Starterfeld. Ja, bei Drexel wissen wir auch noch nicht, was er macht, genauso wie bei Luga. Michael Beißler ist auch ein Thema, der hier nächstes Jahr mal sich eine Saison probieren möchte. Er könnte dann wenigstens wieder die Schweiz vertreten. Wie gesagt, es gibt keine Nations-Wertung mehr. Also das ist eigentlich uninteressant. Aber Michael Beißler erwägt, auch hier noch teilzunehmen. Dann wäre er in allen Rennserien dabei nächstes Jahr. Und danach wieder in nur die Hälfte, weil ja eine wegfällt. Wie wir hier schön aus der Frontflügelcam mal sehen, wie auch die Bodenwellen. Und da sind auch sehr hohe Curbs hier. Ja, an der Stelle sehr, sehr hat eklig. Die Kollision zwischen Freund und Beißler im ersten DTL-Rennen gegeben damals. Und dann Beißler-Käuser. Also Käuser kennt das dann hier schon. Jetzt fahren wir in den Stadionteil ein. Schöne Atmosphäre hier, die uns der Österreicher Daniel Drexler aus Salzburg liefert. Continental, der Event-Sponsor, deswegen das Continental German Indy. Wir werden dann auch nach dem Qualifikationstraining vor Rennbeginn auch die Nationalhymne wird gespielt, wie in der Formel 1. 1:24.502 ist Vierter. Hamaki auf der 6 jetzt. Mit Hamaki präsentiert sich gut. Ja, aber auch direkt Daniel hat sich gut präsentiert, muss ich sagen. Käuser ist jetzt auch nochmal rausgefahren hier. Achte, 6 und 8. Player Forsyth Racing. Ja, die sind jetzt ein bisschen untergegangen in Indianapolis. Die brauchen auf jeden Fall wieder gute Punkte. Ich glaube, die sind auf den Rundstrecken dann besser zu Hause. Die waren nämlich bisher auf den Rundstrecken am stärksten. Außer Käuser, die ja das Rennen in Homestead, Miami gewann. Genau. Aber sonst ist das Team eigentlich eher auf den Rundstrecken zu Gast. Und da kommen ja jetzt nur noch welche. Ein Stadtkurs haben wir noch. Smolzen Indy in Vancouver. Wo aber zuerst die Formel 1 zu Gast sein wird. Nämlich in 4 Wochen. Na, nicht mehr ganz. Was haben wir jetzt? 1. Juliwoche. 3 Wochen. Dann ist das letzte Grand Prix 2 Formel 1 Rennen der Sommerpause in Kanada. Sie lenkt sehr behutsam ein, die Birgit Käuser. Wen haben wir noch auf der Strecke? Mario Reichelt nur 12. Fiebiger 10. Wo ist Michael Ford? Nur 18. Das sind ja. Und der ist abgewunken, also für den ist die Quali auch beendet. Das gibt keinen guten Startplatz für Michael Ford hier auf dem deutschen Boden. Vorteil für Reichelt und Fiebiger, eher für Fiebiger, denn der steht vorne bei den drei. Aber am meisten profitiert Pascal Erbelding, der ist noch 22 dahinter, ist 9. Der ist auch noch in dem Kampf drin, der könnte ja aufschließen und Hamaki könnte auch wieder rankommen. Heute, je nach Rennverlauf. Das auf jeden Fall. Käuser abgewunken, für Birgit Käuser ist es zu Ende heute, auch für Hamaki. Und für Justin Klaus. Julien Lamy, der hier alles gibt, aber der kann es hier verteidigen. Hatte viel Pech gehabt
hat da mit dem Sprit gezockt in Buriram damals und hat da so den Sieg verloren, denn das wäre ein Kampf zwischen Reichelt und Lamy geworden. In Buriram. Am Ende hat dann der Reichelt gewonnen. Ja, es gab ja bis jetzt nur den einzigen Doppelsieg und das war ja durch Newman Haas vor 2 Wochen. Und das war doch beim großen Indy 100. Also, Lamy kann der sich verbessern. Ich finde, der Atake Chip Ganassi ist einer mit der schönsten Autos hier in diesem Mod. Mit dieser schönen, runden Spitznase. Das erinnert so an die Formel 1 der alten Zeit, nicht an die Scheiße, die wir heute schon wieder erleben. Und ich sag ganz bewusst Scheiße, denn das, was gestern passiert ist im Formel 1 Rennen, das ist mir total auf den Sack gegangen wieder. Und Schuld hat immer nur der Rosberg. Das muss man auch mal sagen. Nie hat Lewis Hamilton Schuld bei irgendwelchen Crashs. Dabei hat Hamilton ihn genauso rausgedrängt, aber gut. Gibt ja jetzt Teamorder bei Mercedes in Zukunft, hat der Toto Wolff angekündigt. Ich kann mir schon vorstellen, wie die aussieht. Nico, let Lewis pass for the championship. Dann schalte ich gleich ab. Also, langsam habe ich doch echt Lust, es gar nicht mehr anzuschauen, Formel 1. Also, das ist nicht mehr schön. Ferrari und Vettel, das ist eh gegessen, das Thema Weltmeisterschaft. Ich denke mal, dass ich das jetzt erstmal verzockt habe. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich dieses Formel E renne, was danach aufgezeichnet habe und angucke, es hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und da haben wir nur die 2 Extrapunkte für die schnellste Runde für Boemi entschieden, nachdem da die Krassi, der Idiot, da einfach mal voll reingekachelt ist. Like a Beißer. Ich würde mal sagen, selber schuld, Herr Di Grassi. Hätte man auch anders lösen können. Verdiente Titel für Buemi, tut mir leid, aber ganz ehrlich, der Di Grassi so einen Scheißdreck macht. Ja. Das war unnötig. Das war das. So hätte sowas, so ein Crash vom Di Grassi hätte ich mir jetzt zwischen Rosberg und Hamilton gewünscht. Dann hätte ich auch wenigstens was zu lachen gehabt, wenn der Rosberg wenigstens dann Hamilton noch mit irgendwo in die Bande geschoben hätte. Dann hätte Max Verstappen gewonnen oder der Raikönen. Aber es wäre mir alles lieber gewesen wie der Lewis Dubleton. Also dann, wenn die sich schon abschießen, dann bitte richtig, dass beide in die Wand fliegen. Und nicht, dass nur der Rosberg am Frontflügel was kaputt und der andere fährt über die Linie und jubelt dann noch so schwul. Ich kann's nicht mehr sehen langsam. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich kann dieses Mercedes-Team nicht mehr leiden. Die gehen mir alle so auf den Sack dort, diesem scheiß Mercedes-Team. Angefangen vom Idioten Niki Lauda, ja, der soll einfach seine Schnauze halten, gefälligst. Der Toto Wolff geht mir genauso auf den Sack mittlerweile, seine dumme Äußerungen. Das ganze Team ist ein Haufen von arroganten Arschlöchern. Entschuldigung für diese Wortwahl, aber es ist einfach meine Meinung. Ich weiß, warum ich Mercedes noch nie gemocht habe und werde sie auch nie mögen. Undankbare, arrogante Arschlöcher. Denn die haben bis heute noch nicht, die haben bis heute vergessen, wen sie das alles zu verdanken haben. Und, für mich ist das Team unten durch, ganz einfach. Und die machen die Formel 1 kaputt. Sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Wenn das so weitergeht, die machen die Formel 1 kaputt mit ihrem Scheißtrick. Und ich habe wirklich bald keine Lust mehr, mir diese Rotze noch bald länger anzugucken. Es gibt genug andere Rennserien, die viel mehr Spaß machen. Und selbst ein Fußballspiel der Isländer ist viel interessanter wie diese Scheiße, die wir da zu sehen bekommen. Und das Rennen war sowieso eh nicht der Knüller. Muss man auch mal noch dazu sagen. Außer der Crash am Ende. Und dann bitte, wenn ihr euch rauscrasht, dann crasht euch doch richtig raus, dass ihr beide in die Wand fliegt. Dann haben wir noch wenigstens was zu lachen. Ja, also es tut mir leid, aber die Formel 1 regt mich so auf. Es ist nicht mehr schön. Ja, Michi, aber dann vergiss auch deine Objektivität dabei nicht. Mercedes ist und bleibt für mich ein Haufen arroganter Arschlöcher. Dabei bleibe ich auch, das ist meine Meinung und die vertrete ich auch. Das ist richtig, das ist durchaus richtig, aber dem Hamilton kann man jetzt in Österreich nichts sagen, also da hat er nichts falsch gemacht. Ja, das sehe ich also ein bisschen anders, der zieht da auch ein bisschen rein, also wenn, dann habe beide Schuld dran. Für mich habe beide Schuld dran. Schuld, weil der hat einfach, okay, der hat zwar schwache Bremsen gehabt, aber
Das ist trotzdem kein Grund, so noch irgendwie die Führung zu retten, wenn man weiß, dass man schwache Bremsen hat. Das Rennen hat er verloren, der hat keine Chance gehabt, er hätte ihn auf der nächsten Geraden gekriegt. Rosberg hätte einfach sich zurückhalten müssen. Der hat da wertvolle Punkte für sich selbst weggeschmissen. Das ist dumm, das ist einfach nur Dummheit, was er gemacht hat. Das wären 18 Punkte gewesen. Er hat zwar 7 Punkte auf Hamilton verloren, aber er hätte auch 18 weitere geholt. Und das sind dann einige Punkte, die er zählt. Jetzt hat er nur 12 anstatt 18 geholt. Das sind ganze 6 Punkte weniger jetzt. Das ist Dummheit. Das da kannst du, wenn du Weltmeister werden willst, nicht machen. Das ist einfach nur Blödheit. Das ist einfach blöd gemacht, auch von Nico, weil Nico hat das öfters mal weggeschmissen, diesen komfortablen Polster zum Beispiel. Er hatte ja auch schon einige Rennen auch mal wirklich tolle Rennen geliefert. Man sollte aber auch wissen, wenn man schwache Bremsen hat, dann sollte man auch versuchen, sagen, komm, ich nehme vielleicht einen zweiten Platz mit, dann sind es vielleicht 7 Punkte zwar weniger, aber dann habe ich dann im nächsten Rennen vielleicht die bessere Chance, um vielleicht das wieder auszugleichen. Ja. Vor allem, wir haben noch nicht mal Saisonhalbzeit. Was soll denn der Mist? Ehrlich. Ich will ihn kämpfen sehen. Aber auch nur, wenn er eine Chance hat. Aber wenn er keine Chance hat, dann ist das nicht im Sinne des Teams. Da kann ich Toto Wolff verstehen, dass er sauer ist. Aber auch nicht im Sinne des Sports. So wirst du nicht Weltmeister. Und das ist auch nicht weltmeisterwürdig, wenn man so fährt. Schumacher hat zwar auch manchmal Manöver gerissen. Die waren hart an der Grenze. Aber er wusste, wann es geht und wann nicht. Und das weiß der Rosberg anscheinend nicht. Und der Typ fährt jetzt schon seit 10 Jahren Formel 1. Da darf man ja wohl mal erwarten, dass er mal ein bisschen sein Hirn einschaltet. Ich meine, Hamilton, klar, aber Rosberg braucht sich, wenn er sich schon auf das Niveau von Hamilton begibt, dann soll er auch mal gefälligst darauf achten, dass er auch wirklich was macht dazu und nicht so eine Scheiße. Das kann er nicht bringen. Ja. Wie dem auch sei, konzentrieren wir uns lieber wieder auf die Indycar-Übertragung, bevor ich noch weiter aus der Haut fahre, weil das Thema Formel 1 reizt mich etwas. Also deswegen an gehen der Stelle erstmal einen schönen guten Abend zusammen. Guten Abend, Nico. Also das Thema Formel 1 reizt mich, deswegen möchte ich auch nicht mehr weiter darüber sprechen. Schaut euch lieber Formel E an, das ist mehr Racing Action. Sag ich mal ganz ehrlich, das in der Formel 1 ist Schrott. Mehr möchte ich dazu einfach nicht mehr sagen. Geh mal schnell das Quali-Ergebnis durch, weil wir haben nicht so viel Zeit, wenn wir Nationalhymne spielen wollen. Ich gehe schnell durch. Julien Lamy hat sich die Pole Position geholt mit einer 1:24.460. Hat dann doch nicht ganz für die 1:24.1 gereicht, aber okay. Seitparade auf der 2 von Marco Schwarzenbacher, Daniel Drechsel, Justin Klaus, Veti Hamaki, Fuxi, Birgit Keuser, Pascal Erpelding, Mühlberger noch auf der 10, Reichelt 11, Patrick Chirac 12, Weinbrecht 13, Montero 14. Und da hat es doch noch einige Veränderungen gegeben hier. Hat einige Veränderungen gegeben, nämlich Montero 14, Luca 15, Tajamiro, Kortmas, Michael Ford 18 nach zwei starken Rennen. Hamerski, Stefan Meyer, O'Hurlefson, Patzak, Harimi, Huber, der Sieger des Indy 100. Berger, Maja, Czewicki auf der 27, Tientran und Fiebiger ist disqualifiziert worden. Der hat eine Extra-Runde gedreht. Das war unnötig vom Herrn Fiebiger. Da reden wir über die Dummheit vom Rosberg. Da können wir auch über die Dummheit von Fiebiger gleich mitsprechen. Also das muss er doch wissen, aber das ist in Buriram, Thailand auch passiert einigen. Unter anderem einem Herr 92, den wir nicht erwähnen möchte an der Stelle. Dem ist das auch passiert. Und im Harimi, also von daher. Und die Fahrerstelle. Dem Veko ist es auch so passiert. Dem Veko auch. Ja, und die Fahrerstelle sich auf, weil das geht ja ziemlich schnell mit dem Weiterspielen. Und dann haben wir nicht so viel Zeit. Nämlich die Fahrerstelle sich auf. Es wird jetzt die Nationalhymne gespielt für das ausrichtende Land des Rennens. Und das ist Deutschland. Und da bitte ich Sie mal, please stand up for the national anthem of Germany.
Das kennen wir aus Grand Prix 2. Immer vor Rennbeginn wird auch bei den Indycars, das ist eigentlich in den USA Standard, dass da, aber da hört man ja nur eine Hymne. Wir haben ja mehrere Länder, deswegen hören wir hier auch mehrere Hymnen. Das machen wir auch hier bei der Indycar, dann später bei der TRC und dann bei der Stock Car World Challenge der neuen Saison wird das dann auch gemacht. Nur STM und DTL nicht. Und ja, da haben wir die Nationalhymne. Wir könnten sie heute wieder hören. Also könnten sie heute nochmal hören, diese Hymne. Wenn ein deutscher Fahrer gewinnt, was nicht unwahrscheinlich ist, wir haben ja einige da am Start. Zeitlich sind wir heute gut dabei. Und da denke ich mal, ihr seht das Bild ja auch noch. Passt ja, ja alles. Nachdem ich vorhin einmal umgestellt habe, wo es jetzt abgeschnitten war, das Bild, weil ich in falsche Szene drin war. Weil ich ja im Fenstermodus spiele. Und da wechseln wir jetzt rüber in die Rennsession. Fahrer sind am Start, 40 Runden, 35 Sekunden, hätte nicht für die Nationalhymne gereicht, die geht 1 Minute 14, die von Deutschland. Deswegen Entschuldigung, wenn ich das so schnell vorgelesen habe, die Qualifikationsergebnisse, aber sonst hätte es nicht gereicht. Also die Sekunden, wir gehen mal rein in die Übertragung. 15 Sekunden, die Mechaniker müssen den Startplatz jetzt verlassen. Julien Lamy aus Belgien auf der Pole. Gibt's heute die belgische Hymne? Startfreigabe ist jetzt erteilt zur Aufwärmrunde. Reihe 1, Julien Lamy und Said Barada. Reihe 2, Marco Schwarzenbacher und Daniel Drechsel. Beide Rahal-Fahrzeuge. Das ist ein gutes Quali-Ergebnis. Sie müssen es auch heimbringen. Reihe 3, Justin Klaus und Veti Hamaki. Reihe 4, der Fuxi. Und Birgit Käuser. Reihe 5, Pascal Erbelding und Dominik Mühlberger. Also das wird auch interessant. Reihe 11 der Meisterschaft, Reihe 6, Platz 11 der Meisterschaftsleader Mario Reichelt vor Patrick Chirac. Dann Reihe 7, Marc Weinbrecht und Manuel Montero. Reihe 8, Niklas Wetter. Ja, warte mal kurz bitte, bis ich hier vorgelesen habe, Novien. Niklas Luger und Inuit Hashimiro, dann Pablo Cortmas und Michael Ford, der muss also durch die Strategie nach vorne kommen. Florian Hamerski und Stefan Meyer war bis zu dem Rennen in Indianapolis in jedem Rennen in die Punkte, die Serie ist leider gerissen. Haraldur Hjörleifsson, Island gestern leider abgefertigt worden, wird er heute abgefertigt, wir hoffen es nicht. Neben ihm steht Nico Patzak, Dayan Harimi und der Indy 100-Sieger Christian Huber. Da ist wieder in der Realität angekommen. Die Rundstrecke ist nach wie vor ein Problem des Human Haas. Adnan Berka und Veikko Maier. Nico Cevicki, ja, auch er wieder in der Realität angekommen. Tien Tran daneben. Michael Fiebiger durch die Disqualifikation auf den letzten Platz zurückverwiesen. Er ist dran. Im Meisterschaftsrennen. Novien, jetzt darfst du doch deine Info raushauen, bevor gleich Safety-Car-Fahrer Sebastian Ohm mit Novien Armani als Beifahrer abbiegt. Also, Michael Fiebiger wurde deswegen auch disqualifiziert, weil das Auto zu leicht war. Deswegen hatte die Rennleitung ihn disqualifiziert. Also, da hat er zwei Vergehen bestritten. Das war natürlich selten dämlich. Pace Car von Sebastian Ohm und Novien Armani, der wieder die grüne Flagge bereitet. Das hat er gut gemacht in Indianapolis. In der nächsten Saison wird Novien selber das Safety Car allein steuern. Könnte aber einen Beifahrer bekommen in Sachen grüne Flagge. So, das Safety Car biegt ein. Das Pace Car von Sebastian Ohm und Novien Armani. Es geht in die Südkurve. Und dann geht es 40 Runden hier beim Continental German Indy. Und das ist gestartet. Und Said Barada, ein Superstart vom Marokkaner, geht vorbei. Und Lamy rutscht da weg. Auch Schwarzenbacher, aber alles gut gegangen. Daniel Drechsel mit einem Superstart. Barada führt. Lamy hat da ein bisschen verzögert. Lamy hat am Blitzstart Barada am Blitzstart erwischt. Drechsel auf der 2. Veti Hamaki auf der 4. Und da sehen wir, den Finnen ist dran. Im Heck des Belgiers Julien Lamy. Birgit Käuser, auch beide Players Forsyth Racing. Superstart. Ja,
Birgit auf der 5. Klaus, Chirac, Mühlberger, Fuchs hier ein schlechtes Start erwischt und Montero von 14 auf die 10. Wo sind denn unser Meisterschafts? Reichelt hat Plätze verloren. Michael Ford, Superstart, Achtung, dran an Mario Reichelt. Und da ist Stefan Meyer dahinter. Klasse, Michael Ford, Superstart auch von 18 auf die 5. Der ist ja im Meisterschaftsrennen. Jetzt muss er Stefan Meyer ziehen lassen. Wo sind unsere Human Heart Jungs? O'Hurlison vor Huber und Chivicki. Guter Start von Chivicki. Kein so guter vom India 100 Sieger Huber. Und Fiebiger hat sich auch schon nach vorne gearbeitet. Hat sich Berger und Rahn geschnappt. Und Barada geht als Führender in die erste Runde. Genau. Alles gut sortiert, ist gut gegangen alles. Ich hatte echt befürchtet, dass es in der Nordkurve kracht. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber während gut, Achtung, alles ist nochmal gut gegangen. Birgit Käuser im Angriff auf ihren Teamkollegen Veti Amaki aus Tampere. Und dahinter ist bereits schon Justin Klaus. Der kann sich das aus der Logenposition angucken. Mal hier, eine schöne Kamera. Was ist mit Adnan Berka? Warum ist er jetzt letzter? Hat er ein Problem? Schlechter Start erwischt, würde ich behaupten. Wäre nicht unüblich bei Adnan Berker, der hier in dieser Serie überhaupt noch nicht zurechtkam. Auch Weko hat Probleme, also das Auto natürlich nicht so gut. Weko könnte bei Pack West Gerner Racing landen. Würde uns nicht überraschen, wenn das so käme. Ist ja ein Schützling von Joe Gerner, deswegen würde es uns nicht überraschen. Ja, es sind ja auch einige Fahrer dabei, die du begleitest als Manager, Michael, einige auch von meiner Seite. Von meinen sind im Moment gar keine dabei. Die sind nicht in der Indikator. Nee, ich meinte mit Birgit und Michael sind ja zwei, ich ja, Manager. Genau, die du managst. Von mir sind keine dabei, weil Rickard, Glenn Green, Emily Fawn, die sind nicht hier am Start. Emily Fawn wird hier wahrscheinlich an den Start kommen, ja. Das ist wahr. Also Joe Gerner hat eigentlich seine Fahrer unter, mit Veko, Barada, Montero. Der hat drei Fahrer hier untergebracht. Und jetzt ist da vorne auch Lamy in Schwierigkeiten gekommen. Gehen wir mal gucken. Also ein schöner Dreikampf momentan zwischen Lamy und den beiden Players-Fahrzeugen. Ja, Birgit macht das aber auch sehr, sehr gut. Vorne haben sich Barada und Drexel abgesetzt und dann dahinter der Kampf zwischen Lamy, Hamaki und Käuser. Genau. Ja, die können jetzt ja, wir haben ja viel Besuch in der Box gesehen. Also es war ja auch gestern noch der Pitwalk. Viele Autogramme gab es ja auch bei Newman Haas zu erledigen, bei dem Team von Miko und Chris. Und da Valentino Lisa wird sich das heute angucken, ist da heute schon, um sich ein Bild von seiner neuen Arbeitsstelle sozusagen zu machen, denn er wird ja diese IndyCars dann nächstes Jahr fahren. Und diese natürlich im Vergleich zu Grand Prix 2, zur Formel 1, Nico wird da zustimmen, ganz anders zu fahren. Viel weniger Elektronik als in der Formel 1, viel mehr PS, viel mehr Speed. Da wird sich der Lisa ein bisschen umstellen müssen, mal gucken, ob er das hinkriegt. Es hat nicht jeder Formel 1 Pilot gleich geschafft, sich hier umzustellen. Dayan Harimi hat es bis jetzt noch nicht geschafft, so richtig. Also ist auch dem Penske geschuldet. Das müssen wir ihm ja auch noch in Schutz nehmen. Gehen wir mal nach hinten. Justin Klaus, Patrick Chirac kriegt es jetzt mit Dominik Mühlberger zu tun. Und er saugt sich an in der Parabolica am jüngsten, ja, am zweitjüngsten der Chiracs. Patrice ist der älteste. Und jetzt, Achtung, Achtung, Kollisionsgefahr. Mühlberger zieht da aber mit Brechstange fast rein. Tashamiro ist jetzt da hinten und Fuxi hat gegen Tashamiro verloren. Und jetzt der Koreaner, was macht denn der? Fährt dem da aufs Rad? Aber. Das ist der typische Inui Tashamiro. Der hat das Talent, aber er bringt einfach nie auf die Strecke. Viele haben den Tashamiro schon den südkoreanischen Pastor Maldonado schon genannt. Naja, er ist nicht ganz so schlimm, aber er bringt es nicht auf die Strecke. Denn wenn er alle Ergebnisse, die guten, die er rausgefahren hat im Qualifying, auf die Strecke gebracht hätte,
oder sein Talent besser eingesetzt hätte, dann wäre der schon Fünfter, wäre der Meisterschaftsrennen. So ist er nur Neunter und weit abgeschlagen. Theresa Braun ist ja auch heute da, um Inui zu sehen. Der Testfahrer bei Hyundai in der kommenden Achtung, Saison. Fuchsi, und die fahren mir zu hart diesen Curb in der Nordkurve. Ich sehe noch einen fliegen heute in dem Rennen. Unglaublich. Runde 45, 40 Runden geht dieses Indycar-Rennen hier. In 14 Tagen sind wir dann auf dem Autodromo Enzo Edino Ferrari in Imola zu Gast. Freut ihr euch drauf? Der aktuellen Variante, wo es die letzte Schikane nicht mehr gibt, also so ein halber Highspeed-Kurs. Freut ihr euch drauf? Ich habe da auch ein Testrennen gemacht und das sah sehr vielversprechend aus. Ich habe natürlich einige Strecken diesmal getestet, um zu sehen, ob sie was taugen. Und Imola sah sehr vielversprechend aus. Also ich freue mich drauf. Ich mich natürlich auch, natürlich, klar. Nico wahrscheinlich auch. Imola freue ich mich immer drauf. Ich liebe diese Strecke einfach. Das ist auch ein Klassiker, was man gerne sei es mit Formelboliden damals es war oder mit TRC-Fahrzeugen, das ist immer ein Muss. Oder mit den Superbikes heutzutage. Ja, so viel fährt einer nicht mehr da. Die Strecke muss man in seiner Karriere mindestens einmal gefahren haben. Das ist einfach ein Highlight, diese Strecke, diese geschichtsträchtige Strecke. Also, hier ist ein berauschendes Gefühl, auf der Strecke zu sein und... Ja, ich liebe es da einfach zu fahren. Ja, das sagen viele Fahrer. Wir sind mit den Rennen, also Hockenheim und Imola möchten die gern langfristig im Kalender behalten. Auch Istanbul. Aber wie gesagt, wir haben im nächsten Jahr wahrscheinlich sogar nur 10 Rennen. Das wird schwierig, wie das dann aussehen wird. Aber es könnte gut sein, dass das reichen wird. Müssen natürlich, aber wie sich mit den Strecken Zeit lassen, bis man alle Rennen gesehen hat. Schwarzenbacher nur mehr Elfter, der kann die Pace da vorne nicht mehr mitgehen. Achtung, Tascha Miro muss jetzt da hinten auf den Fuchsi aufpassen und Erpelding greift nach Marco Schwarzenbacher. Pascal ist momentan schneller, aber das Vorbeikommen wäre natürlich in der Haarnadel am besten geeignet. Um seinen Gegner zurechtzulegen. Das ist richtig. Wenn die Fans in Hockenheim zufrieden sind, die freuen sich drauf, dass man hier auch die Indycars hergelockt hat. Ja, Sion steht ja auch in Verhandlungen. Dort gab es auch ein Testrennen schon. Und die Fahrer waren sehr positiv. Pascal dreht sich hier fast. Der geht auch sehr ans Limit. Die waren sehr positiv, die Fahrer gestimmt in Sachen Sion. Könnte man sich vorstellen, haben einige gesagt. Man muss natürlich sehen, wie es in diesen 10er-Kalender dann reinpasst. Ist dann so eine Frage. Vielleicht wird es auch 11 Rennen, das wissen wir noch nicht so ganz. Da ist es noch nicht ganz gefallen, die Entscheidung. Ja, Pascal geht natürlich sehr hart mit den Reifen um. Mario und, zum Beispiel weniger. Der sich ja, Mario ist anguckt. Mario ist einer, der sehr, sehr gut mit den Reifen aushalten kann. Und Nico und ich waren ja gestern noch in Silverstone zusammen. Und das lief für den einen oder anderen sehr, sehr gut. Es waren schöne Zweikämpfe auch dabei, muss man sagen. Allerdings hat das typisch britische Wetter ein kleines bisschen uns die Laune ein bisschen verhakelt. Vor allem mir, weil jeder, der mich kennt... Ich bin nicht so einer, der gerne auf starken Regen fährt und das noch, sagen wir mal, auch noch ohne Ideallinie, aber wir hatten richtig trotzdem Spaß gehabt. Und ja, das war ein unterhaltsames Rennen. Auf jeden Fall. Oder Nico, da wirst du mir sicher zustimmen. Ja, nur mit den Reifen, da bin ich jetzt nicht gerade der Reifenflüsterer gewesen. Niklas Luger weit hinten. Harimi gegen Haraldur Hörlefsson, seine Isländer, ja. Ist ja die letzten Tage, zumindest besser gesagt, war jetzt nicht so oft im Einsatz in der STM und hier ist er im Island-Trikot durch das Fahrerlager spaziert. Mit Hörlefsson hinten drauf. Sind leider ausgeschieden gestern. 5-2 gegen Frankreich. Das Märchen hat ein Ende gefunden und damit haben wir ein Halbfinale. Ich möchte mal fast behaupten, die zwei beste Teams
kann man fast sagen, treffe jetzt aufeinander. Das könnte der nächste Europameister sein in dem Duell. Mal, mal abwarten, was der Bundesjogi da macht. Unser Jogi Löw, der Bundestrainer. Aber Hjörleifsson ist trotzdem happy, stolz auf die Isländer und er möchte weiter zum Stolz der Isländer beitragen im Motorsport und hat da jetzt auch ein Förderzentrum auf einer Kartbahn bei Reykjavik eröffnet und möchte da jetzt Talente fördern, um Island stärker vertreten zu lassen. Glaubt ihr, das könnte funktionieren? Könnte mir noch mehr Isländer dann sehen demnächst? Warum nicht? Eilig. Warum eigentlich nicht? Also, warum? Vielleicht sehen wir auch Isländer irgendwann auch in Grand Prix 2, wer weiß. Ja, und ja, da ist ja eh an Barke Bjarnason interessiert. Wer ist an Barke Bjarnason interessiert? Hertha. Hertha, ja. Das ist schon Johannes wollte, glaube ich, noch was sagen, glaube ich. Johannes, du wolltest noch was sagen? Ich habe da nur sagen wollen, die Isländer dürfen halt trotzdem nicht unzufrieden sein. Nein, auf jeden Fall nicht. Das sind, sie, glaub ich, das sind sie, glaube ich, auch nicht, muss man sagen. Ja, ich bin gekämpft. So halt ungefähr so wie Baden gegen Frankreich. Also auf jeden Fall haben sie ja in der zweiten Hälfte nochmal Mut bewiesen und zwei Tore geschossen. Das muss man auch mal erwähnen. Nein, und wir könnten da auch einen oder anderen Isländer sehen demnächst. Hjörleifsson ist ja der Vorreiter natürlich. Aber auch er kam noch nicht zurecht. Hätte er ein Top-Team verdient, der Hjörleifsson? Sprich Chip Ganassi, sprich... Ja, viel bleibt dann nicht mehr. Chip Ganassi eigentlich noch, die noch keine Fahrer bestätigt haben. Oder Pack West, Novien, beim Gerner. Wäre das was? Ich glaube, der Novien ist jetzt wieder Pizza-Storniere gegangen. Wir konzentrieren uns mal wieder auf das Rennen. Veikko Maier, Patzak mittlerweile, gammelt auf der letzten Position rum. Seit Berater, Runde 10, 30 Runden, 30 Laps to go noch. Wird auch bald Boxenstops gehen und da höre ich den Novien doch schon wieder durch die Tür schreien. Hat natürlich wieder nicht gemutet und bestellt jetzt wahrscheinlich wieder eine Pizza. So wie, man nennt ihn ja, in liebe Zuschauer, den Novien Fachkreisen, den Stornierer mittlerweile. Also... Der Stornierer schlägt wieder zu. Wir sind auch gleich fertig. Gleich ist gut, sind noch 30 Runden. Aber... Novien, er hat wieder zugeschlagen. Der Stornierer, demnächst im Kino. Novien, was ist denn jetzt schon wieder los? Schon gut. Alles wir sind gleich gut. Fertig, Novien, sind noch 30 Runden. Es könnte schon noch eine halb bis dreiviertel Stunde dauern. Nee, die letzten 30 Runden werden storniert. Stimmt. Novien ist unser Stornierer. Ich habe schon gedacht, das hat sich angehört, das hast du wieder lautstark die Pizza storniert, die gerade kommt. Ah, das habe ich nicht bestellt. Ich habe eigentlich eine Frutti de Mare bestellt und kein Quattro Stazione. Gebe ich zurück. Nee. Er hat eine Pizza Endstation bestellt. Ja, Endstation, liebe Zuschauer. Deutschland hat zum ersten Mal Italien rausgeschmissen in einem Turnier. Der Fluch ist... Ja, dazu gibt es nur noch Spaghetti Nix Finalese. Ja, der Fluch ist besiegt. Das Italien-Trauma überwunden. War natürlich auch Thema im Fahrerlager, weil wir so viele deutsche Fahrer haben. Haben sich natürlich einige gefreut darüber, dass dieser Italien-Fluch, dieses Italien-Trauma besiegt ist. Ja, der Italien-Fluch, das Italien-Trauma, es ist besiegt. Nico, du hast gewusst, dass es so kommt, oder? Aber du hättest gedacht, dass ich es vielleicht früher entscheide, als dann im Elfmeterschießen, wo ein Thomas Müller verschießt, ein Mesut Özil und ein Bastian Schweinsteiger. Ganz ehrlich, den Müller hätte ich schon gerade schießen lassen. Ich habe nicht erwartet, dass Jerome Boateng so eine Kopfballgewalt hat, dass er sogar seine Arme hochheben muss. Wäre das nicht gewesen, dann hätten wir schon ein bisschen früher durchatmen können. Aber so haben wir halt Pech gehabt. Naja, ich hätte den Müller ja nicht schießen lassen. Ich habe ja gewusst, dass der bei Bayern schon in letzter Zeit sehr viele Elfer vergammelt hat. Und der Özil hat ja auch schon einen versemmelt. Und, aber dafür haben wir ja die Youngstars. Joshua Kimmich und
Jonas Hector Fußballgott, die haben nämlich getroffen. Also der Yogi braucht keine Angst haben, für den gesperrten Hummels haben wir ja genug Leute, für den Verletzten. Ja, also Gomez ist ja ganz weg, habe ich gehört. Muskelfaserisch, ja, genau. Gomez ist erledigt, das Thema. Kedira weiß ich noch nicht so richtig. Und bei cool Schweini, auch. Ja gut, der war noch nicht fit und hätte früh rein müssen jetzt. Hat natürlich wieder gekämpft. Aber wir haben noch genug Leute. Ich sag nur Leroy Sané. Den könnte man jetzt Weigel mal bringen. Und ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Worte von meinem ehemaligen Lehrer Thomas Saar. Wir werden Europameister, wenn er sich traut, den Leroy Sané zu bringen. Das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Wir hätten, aber ich glaube eher, dass er dann Götze und Schürrle bringt dafür. Oder Draxler. Schweigel. Wäre ich mir nicht sicher. Schweigel wird wahrscheinlich kommen für Kedira, ja. Ist das schon so? Ist das die Überlegung? Es oder glaubst sehr, du? Sehr, sehr wahrscheinlich. Weil es von der Position her. Joshua Kimmich ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Sich gut verkauft bisher. Ja, der würde so oder so spielen. Da gehe ich mal aus, der wird so oder so spielen. Und ich glaube, für Hummels würde er den Skotran Mustafi einsetzen. Er war im ersten Spiel schon da. Und so schlecht war der jetzt auch nicht. Ja, war halt nur Ersatz. Aber ja, und jetzt kann er wieder Ersatz machen. Und jeder ist wichtig in dem Team. Das macht Deutschland aus. Jeder ist wichtig für das Team. Und jeder kann jeden ersetzen. Richtig, ich habe auch gehört, dass der Niko Cevicki aufgestellt werden soll und Johannes Mehles, also... Ja, Mehles ist mein Balljunge. Aber wir haben jetzt Boxenstopps, liebe Zuschauer, denn Drexel in die Box gegangen, die beiden Players-Fahrzeuge, Barada, es führt Julien Lamy. Die Boxenserie geht los in Runde 13. Ich denke, wir werden hier mit mindestens 2 Stopps rechnen müssen. Und ja, wir haben jetzt mal ein bisschen getalkt, weil nicht so viel passiert war in dem Rennen. Sind wir mal ins Thema geswitcht. Weil bisher hat sich's eingependelt jetzt. Also ich habe eigentlich mehr Spannung erwartet. Im Moment ist es eher ruhig. Deswegen kann man ja auch mal vorausblicken, was die Deutsche. Mal ein Tipp von euch. Kann Deutschland Frankreich schlagen? Und zwar nicht ins Gesicht, sondern auf dem Spielfeld. Weil so wie die Franzosen gespielt haben, das hat schon Angst gemacht. 2:0. Also glaubst du, das wie die Franzosen... Alles ist möglich. Also die Franzosen haben nur so gut gespielt, weil die Isländer der Gegner waren. Na, was mal so, Island war klar, dass sie das nicht das ganze Turnier lang über durchhalten werden. Und dass Island im Kollektiv auch und von der Qualität der Mannschaft her einfach keine Chance hat. Das war auch so, war mir schon von Anfang an des Turniers klar. Und irgendwann kommt halt eine Mannschaft, die nutzt das halt knallhart aus und das hat Frankreich gemacht. Und deswegen denke ich mal, sollte man nicht zu viel darauf geben. Ich sage mal, es wird ein 2-0 oder 2-1 für Deutschland geben. Weil die Jungs werden mit jedem Spiel heißer, stärker, wer eine Fluch ist. Au! Elvis, nicht den Rücken kratzen. Weil wir einfach mit jedem Spiel. Au! Mann! Also, Nico, wir sind hier in einer Motorsportübertragung, nicht in einem Porno. Also, bitte zügel dich. Du kannst ja nach der Übertragung schön stöhnen, aber wir sind jetzt hier in einer seriösen Motorsportübertragung, nicht in einem Erotik-Channel. Was kann ich dafür, wenn der Kater mit dem Rücken hochklettert? Oh. Okay, dann nehmen wir das zurück. Also. Barada hat die Führung wieder übernommen mittlerweile und er hat sich sogar 2 Sekunden jetzt Vorsprung auf Drexel rausgearbeitet. Für den Marokkaner könnte es hier eine Sensation geben, denn der hat uns noch nicht überzeugt, seit er den Herrn 92 ersetzt hat. Dessen Namen wir aus rechtlichen Gründen nicht mehr sagen dürfen. Und, Voldemort. Was? Lord Voldemort. Ja, Harry Potter. Und, der Barada könnte hier, Sensation reißen. Birgit Keus hat sich durch die Stops jetzt nach vorne gearbeitet. Ist schon Dritter. Klaus, ja. Tashamiro, Lamy, der Verlierer. Michael Ford ist zum Beispiel ein Gewinner der Stopp. Schau mal, Nico, dein Schützling ist Siebter. Saubere Arbeit. Ja, da hat Hamaki nicht hinbekommen. Und auch für mich die Verlierer ganz klar der Stopps. Lamy, Hamaki, ja, die sind die größten Verlierer. Schauen wir mal da weiter hinten. Fuchs hier auch ein Verlierer der Stopps. Erbelding ein Verlierer. Wo ist denn hier der gute Cevicki? 25.
Nico, was ist da los? Ist das das Problem auf der Rundstrecke zurück und da merkt man, dass das Auto da doch nicht so stark ist? Wie auf dem Oval in Indianapolis? Ja, Hockenheim lag mir noch nie. Ja, das kann der Fiebiger auch behaupten heute. Der könnte die Führung... Ja, Reichelt ist in den Punkten. Reichelt in den Punkten, der wird weiter ausbauen, aber da vorne kommt Michael Ford, könnte sie theoretisch heute sogar übernehmen, die Führung in der Meisterschaft. Weil Barada, Drexler haben jetzt mit der Führung da vorne noch nichts zu tun. Keuser könnte näher dran, also ich glaube im Moment könnte Michael Ford die Führung übernehmen in der Tabelle. Also ich möchte meinen Fußballtipp abgeben, also ich sage 2-1 Deutschland, aber erst nach Verlängerung, weil die Franzosen werden sicher alles dagegen setzen, um uns ins Finale zu bringen. Aber natürlich muss man... Oh, Reichel ohne Frontflügel? Sehe ich das richtig, Michael? Reichel ohne Frontflügel? Ist das so? Das ja, müssen wir nochmal analysieren. Geguckt. Oh ja, Reichel, was ist denn da passiert? Da steht er wieder an der Box. Der war doch gerade eben schon zum regulären Stopp. Mario Reichel hat da einen Fehler begangen. Oh, das, damit gehört Michael Ford stand jetzt die Meisterschaftsführung übernehme. Weil der ist siebter, Reichelt nicht mehr in den Punkten. Und Marc Weinbrecht ist draußen mittlerweile. Oh, der hatte einen Unfall. Ein Unfall von Marc Weinbrecht. Runde 12 müssen wir uns nachher nochmal anschauen. Das müssen wir uns merken, notiert sich mal einer, Runde 12, Marc Weinbrecht, das sollten wir uns, denke ich, nochmal anschauen. Und Mario Reichelt, das muss dann in Runde, wo ist denn jetzt der Herr Reichelt hier? Das ist Runde 14 gewesen, das müssen wir uns angucken, was da war. Der hat sich das Hinterrad abgeschlagen, also das macht er nicht freiwillig, der Herr Weinbrecht. Da muss was passiert sein, nicht, dass da Reichelt und Weinbrecht kollidiert sind, die lagen da ziemlich beieinander. Also gucken wir uns nachher nochmal an, Runde 12 und 14. Jetzt muss ich mal einer notieren, dass ich das nicht vergesse. Ich hab schon notiert. Du kannst es auch hier in den Skype-Chat schreiben, was du aus der Verbindung fliegst. Ich das dann nochmal in Erinnerung. Weil ich hab's auch öfter schon vergesse, Runde manchmal. Zeitberater also führt Daniel Drexel und Birgit Keuser. Und schau mal, die Abstände sind schon. Berater hat sich jetzt richtig abgesetzt. Und Daniel aber auch. Ja. In seiner Sitzung der Birgit. Der pusht aber jetzt, holt jetzt auch langsam wieder auf Barada. Aber gibt es hier die Sensation, das wäre die marokkanische Hymne für Said Barada? Wenn er es hier schaffen sollte. Nur wenn der Fußballtipp, du hast 6-1 getippt, glaube ich, gell? 2-1. Entschuldigung, ich habe 8-1 verstanden. Nee. 2-1 für die Deutschen nach Verlängerung, aber ich denke, wir können zwar jeden ersetzen, die Frage wird aber nur sein, wer ist jetzt Hummels, wer ist jetzt Khedira, wer ist jetzt Schweini und wer ist jetzt Gomez. Also bei den defensiven Mittelfeld tippe ich sehr, dass es vielleicht sogar Emre Can sein könnte von Liverpool, weil er hat diese Position sehr oft gespielt in der Premier League und er ist auch einer, der sehr, sehr ballsicher sein kann und auch eine ganz gute Technik hat. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, dass der Löw vielleicht sagt, komm, vielleicht setzen wir den Kroos und den Özil mal in die 6, weil das hat ja auch bei dem Italien-Spiel beim 4-1 ganz gut funktioniert, als Özil so halber Achter, so gesehen, so einen kleinen Überraschungsmoment zu sorgen. Aber wie gesagt, 2-1 ist mein Tipp. Ich tippe aber auch, dass Griezmann mindestens auch ein Tor wieder macht, weil momentan hat der Antoine Griezmann wirklich echt einen Lauf. 4 Tore in 5 Spielen, das ist wirklich überragend. Ja, für den Sturm, da könnte er vorne auch der Götze einsetzen. Vielleicht trifft ja auch mal Müller. Macht der Müller das entscheidende Tor, das wäre doch wieder so eine Geschichte, die diese EM schreibt. Trifft die ganze Zeit den und dann im entscheidenden Moment. Das könnte man auch zum Götze sagen. Wir müssen uns da überraschen lassen. Dein Tipp, Michael, dein Tipp. 8-1. Nein, Quatsch! Quatsch! Habe ich gerade im Wettbüro abgegeben, 8-1. Nein, Scherz.
Nora, sag ich das? Ich habe damals auch mal so einen Scherz gebracht, vor 2 Jahren, Halbfinale, habe ich auch zu einer Arbeitskollegin gesagt, 7-1 und am Ende stand 7-1. Also nachher gewinne die echt noch 8-1, weil ich es gesagt habe. Es war vor 2 Jahren, ich habe nur das Scherz gesagt, ach, die gewinne 7-1 und Alex sagt, ja, 7-1. Ich habe gesagt, nee, natürlich nicht. Und dann am Abend tatsächlich 7-1. Nachher sag ich, sag jetzt einfach mal 8-1, wahrscheinlich gewinne die nachher 8-1. Dann lache ich aber echt, wenn die 8-1 gewinne. Aber ich glaube, so ein Jahrhundertspiel gegen Brasilien, das kann sich nicht alle 2 Jahre wiederholen. Das war schon was Außergewöhnliches. Nee, ich gehe mal davon aus, 1-0, würde ich mal sagen. 1-0, wie damals im Viertelfinale. Und ich kann mir vorstellen, der Thomas Müller macht das entscheidende Tor. Diesmal. Ich muss ja ein bisschen widersprechen, Michael. Ich glaube, Müller wird diese M nicht treffen. Ja, zumindest keine Elfer. Das ist auch schon mal klar. Allgemein. Achtung! Luca gegen Patrick Chirac. Patrick Chirac ist hinter Luca zurückgefallen. Gehen wir mal auf das Renngeschehen ein. So langsam. Na, da vorne hat sich's jetzt doch sehr auseinandergezogen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das Rennen schon so auseinandergezogen ist, dass wir schon anfangen müssen, über Fußball zu reden. Das habe ich mir nicht so vorgestellt und auch die Fans sehen das ein bisschen anders. Es ist zwar einigermaßen crashfrei, nur der Weinbrecht hat das Auto zerlegt, aber seit Barada kontrolliert das ganz schön, das Rennen. Bringen wir mal ein bisschen andere Kameraperspektive, dass es wieder spannender wird. Seit Barada vor Daniel Drechsel. Birgit Käuser, könnt ihr aufs Podest fahren? Hätten wir einen Marokkaner, der gewinnt, vor einem Österreicher und einer Deutschen. Das ist mal eine interessante Kombi. Justin Klaus. Für Patrick Racing ist es zum Beispiel wichtig, dass der Klaus auf der 4 fährt. Sachen Teamwertung. Da ist man überraschend mit dem kleinen Team unter der ersten 3 momentan. Players Fortschritt Racing. Auch wichtig, dass die der Anschluss nicht verliere. Ich glaube, Verlierer heute Tage Chip Ganassi so ein bisschen. Und Pack Rest Racing sowieso. Tascha Miro, 5. Er muss es auch zusammenbringen. Wer weiß, dass der Koreaner gerne mal dazu neigt, sowas auch in die Tonne zu schmeißen. Aber ein Gewinner momentan, außer Barada, ist Michael Ford. Der kam von der 18. Position. Er ist jetzt 7., hat 11 Plätze gewonnen. Wir sind gleich bei Rennhalbzeit. Also Michael Ford unterstreicht einmal mehr seine Meisterschaftsambition, die er durchaus haben kann, nach den jetzt mit dem Rennen dazu schon 3 starken Rennen seit dem Sieg von Suzuka. Also Michael Ford unterstreicht, der kann sein Talent zum Beispiel im Gegensatz zu Tascha Miro auf die Strecke bringen. Mit Yamaki, Manuel Montero, der auch solide fährt. Stefan Meyer bei fast jedem Rennen in die Punkte, außer in Indianapolis. Kortmas, Mühlberger, Luca, Chirac und der letzte Punkt hätte Human Haas mit Christian Huber. Fuchsi und Schwarzenbacher sind für mich Verlierer, auch Erbelding. Die hat es bei den ersten Boxenstopps nach hinten gespült. Aber es gibt mindestens noch eine Boxenstopp-Serie. Also wir gehen von mindestens noch einem Stopp bei jedem aus. Dass die das durchschaffe mit dem Sprit. Weko auf der 19. O'Hurlefson, Tran, Fiebiger wird heute, glaube ich, mit einem Nuller heimfahren. Kein gutes Rennen für Pack West, beide außerhalb der Punkte. Nico, für dich sieht's wohl auch nach einem Nuller aus, Stand jetzt. Naja. Und für Reichelt, für Mario Reichelt auch, der hat sich selber weggeschmissen. Was da war, müssen wir uns nochmal angucken. Rennhalbzeit, seit Barada. Und da ist der Reichelt schon zur Überrundung. Also das Rennen kann der Mario auch in die Tonne werfen. Das ist schon eine Ohrfeige, ne? Eine satte Ohrfeige, wenn man den WM-Führenden sogar überrundet. Aber seit Barada müssen wir heute loben. Der hat uns seit seinem Einstieg, er ist glaube ich erst das dritte Rennen dabei. Der kam glaube ich in Suzuka zum Einsatz zum ersten Mal. Er hat noch nicht so viel überzeugt und dann kommt er hier nach Hockenheim.
eine bekannte Rennstrecke und dann zeigt er uns, dass es kann. Denn dass es kann, wissen wir, sonst hätte ihn ja Joe Gerner nicht unter Vertrag genommen, denn Joe Gerner hat, wie man ja schon wissen, ein Händle bewiesen. Und das mit schon mehreren Fahrern. Auch Michael Beisler hat jetzt mittlerweile so ein Händchen bewiesen, haben wir gestern gesehen, mit Alexander Rickert. Der Formel 3000 nicht der vorderste Pilot ist, aber ich habe gestern auch gesagt, Matthias Schweizer gewann in der Formel 3 nur zwei Rennen, war in keiner der unteren Rennserien, Nachwuchsserien jemals Meister und ist Formel 1 Weltmeister in Grand Prix 2 geworden. Also man muss nicht immer in den unteren Serien gewinnen, um später einen Formel 1 Titel zu holen. Schweizer hat bewiesen, dass es man, dass man es kann und er hat bewiesen, dass er einen Tourenwagen gewinnen kann, der Herr Schweizer, seit gestern. Hat er auch geschafft. Ja, das... Das hat er eindrucksvoll bewiesen. Johannes, ich habe mal eine Frage. Was denkst du für ein Rennen? Was ist denn deine Erwartung für das Rennen in Ungarn? In der Grand Prix 2 Serie. Also die sind ziemlich hoch. Also ich hoffe das schon, dass da einige spannende Kämpfe da vorhanden sind. Die wird es auch brauchen, um den Ticketverkauf, weil Ungarn ist nächstes Jahr im Kalender, um dass mehr Tickets verkauft werden, ein gutes Rennen geboten werden, die Fans sagen, okay, das lohnt sich, dahin zu gehen, weil da hängt auch die Existenz ab, denn sonst fliegt Ungarn vielleicht doch noch aus dem Kalender wieder. Nur ein Zweijahresvertrag, also der läuft nach der nächsten Saison aus, da muss ein gutes Rennen geboten werden. Aber Ungarn war ich in real in den langweiligsten Saisons immer noch für gute Rennen da, auch für gute Show-Events, also gute Show Einlagen, Take Inoue zum Beispiel, der hat uns mal eine geile Show-Einlage geboten, 95. Sowas bleibt im Kopf und sowas braucht's. Also nicht eine Show-Einlage, dass jetzt der Hartmann ausfällt und dann vom Safety Car angefahren wird, das braucht jetzt nicht, aber schon Show-Einlage. Stell dir mal vor, der Le Gall fällt aus, will das Auto löschen und wird vom Safety Car angefahren. Das wäre ja Katastrophe. Der französische. Ja. Aber es gibt ja keinen Safety Car in Grand Prix 2. Also kann das nicht passieren? Das wäre natürlich fatal, wenn es so wäre, ne? Also im Moment hat sich das Rennen sehr auseinandergezogen. Hör mal, die Abstände sind bei zwischen allen Fahrern. Oh, ich höre gerade, Daniel ist gerade ein bisschen wütend auf seinen Verfolger. Hinter ihm ist ja ein überrundetes Fahrzeug und dann wird er überrunden, aber... Das ist... Wer ist denn das dahinter? Das ist natürlich unser Freund Adnan Berker. Oh oh. Das hätte ich mir auch denken können, dass das der Adnan Berker ist, weil der Weco macht so einen Mist nicht. Also der Adnan Berker hat ja keine so gute Kredits mehr, seit dem Abschuss von Beisler in Motegi. Hat er nicht mehr so viel Kredit bei einigen Fahrerkollegen. Und wenn er dann noch wieder Gegner aufhält, dann ist das natürlich nicht so schön. Ich meine, für... Wen hat er da aufgehalten? Daniel Drechsel, da geht es ja immer noch um den Sieg. Das hat natürlich Zeit gekostet. Da hat sich der Barada wieder um eine Sekunde absetzen können. Ich glaube, der einzigste Sieg von Daniel Drechsel war in der SWC in ihrem Gang. Bisher. Da konnte er das Rennen gewinnen. In der Königsklasse des Tourenwagens, wie es dann in Zukunft sein wird. Aber Daniel genau. Ist einer, der passt ja auf jeden Fall gut in die Indycars. Er sollte ja bleiben. Weil er kann sich auch mit dem amerikanischen Sport genauso wie Nico gut identifizieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da verlängert bei Ray Hall, denn auch das Autodesign passt zum Herrn Drechsel. Birgit Käuser kommt so langsam dran. Schauen wir mal hier, was die Frau aus Siegen leisten kann. Schauen wir die Abstände. 12,5 auf Barada, 6,3 auf Drechsel, 8,6 auf Justin Klause. Die ersten 5 sehr weit auseinandergezogen. Novin, das spricht nicht mehr gerade für ein überspannendes Rennen da vorne. Also da müsste jetzt schon eine mittelgroße Crash-Orgie passieren, dass es hier spannend wird. Also es enttäuscht schon ein bisschen, sag ich mal, das Rennen. Also ich habe mir da mehr erwartet. Woran liegt es denn, Owen, dass das hier so auseinandergezogen ist? Ja, erstens, dass es auch eine Rundstrecke ist. Zweitens ist es halt so, dass die Haarnadel natürlich die einzige gute Stelle ist zum Überholen. Respektive natürlich die Kurve 2, 3 und 4. Aber das war es dann auch schon. Und
Hockenheim ist natürlich... Läuft der Hockenheim Stream übrigens noch? Ja, der läuft bei mir noch. Okay. Also zu deiner Frage zu kommen, also Hockenheim ist natürlich eine Strecke, die natürlich für DTM oder Formel 1 oder Porsche Carrera Cup geeignet ist oder Audi TT Cup oder sonstige Rennserien. Für IndyCar natürlich ist es natürlich schön, dass man natürlich nach fast 15-jähriger Abstinenz wieder eine Strecke in Deutschland hat, gar keine Frage. Aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall sich trotzdem gelohnt hat, diese Strecke trotzdem in unseren Kalender einzubauen, während Berit Kreuzer gleich in dieser Runde schon zur Box geht, zu ihrem letzten Stop. Ja, mal gucken, ich weiß es nicht, ob die nicht nachher, es könnte ja passieren, dass die am Ende nochmal rein müsste. Wir würden es für Sahid Barada zum Beispiel nicht hoffen, weil der das Rennen schon dominiert. Würdest du die Strecke wiedersehen? Ja, würdest du die wiedersehen wollen im nächsten Jahr oder soll man sich umorientieren? Soll man die Indycars auf die Nordschleife schicken zum Beispiel? Es wäre natürlich ganz lebensmüde, das zu machen, aber soll man das machen? Das müssen die Fahrer unter sich klären. Ich weiß es natürlich nicht, wie die Fahrer dazu dann stehen, wenn die dann in zwei Wochen dann beim Grand Prix Imola in San Marino sind. Dann müssen also wir soll sie mal dann Hockenheim drin lassen? Man kann sie auf jeden Fall drauf lassen, weil die Zuschauer nehmen die Strecke sehr, sehr gerne auch an. Natürlich gibt es natürlich Leute, wo man sagen kann, na, Hockenheim ist auch eher nicht für Indycar-Fahrzeuge, aber Indycars sollen auch gerne ab und zu mal auch auf Rundstrecken fahren. Also so ist es halt nicht. Vielleicht wird es ja in Imola oder vielleicht sogar in der Türkei besser. Aber da möchte Imola ich auch könnte mal sehr spannend werden, was das Testrennen damals verratet. Niko Czubicki steht gleich zur Überrundung an, während Drexel in die Box abbiegen wird. Eine Runde früher. Ich glaube, Drexel wird einen Undercut probieren. Die Abstände da hinten wachsen jetzt. Da sind einige an der Box jetzt gewesen. Drexel muss noch. Also der möchte jetzt einen Undercut probieren, der Daniel Drexel. Und Niko Czubicki wird gleich kassiert von Sahid Barada. Für den zweiten aus Indianapolis ist das natürlich eine Klatsche heute für das Human Haas Team, nachdem sie den Doppelsieg, den einzigsten in dieser Serie bisher geholt habe. Und jetzt werden sie gleich im Rennen drauf überrundet. Aber da musste Nico in die Box und damit ist es Tatsache, Niko Czubicki ist überrundet. Es wird ihm natürlich nicht gefallen. Der Stream läuft noch alles bei euch. Weil es vorhin mal kurz geruckelt hatte, deswegen frage ich. Es kann auch natürlich nur von der PC-Leistung gekommen sein. Grafikkarte sehr am Arbeiten, habe ich schon festgestellt. Bei Project Cars arbeiten sie am meisten. Liegt ja natürlich auch an den Grafiken. Barada geht jetzt an die Box. Justin Klaus muss rein. Tascha Miro. Julien Lamy. Und wo ist der Drexel? Hinter Lamy und davor ihm ist Stefan Meyer, der ist überrundet. Julien Lamy, davor ihm Niko Czubicki. Da gab es jetzt mehrfach Gelb. Was war denn da? Ich glaube, da sind einige neben der Strecke gerutscht. Also gar nichts Wildes hier, diese Gelbphase. Also ein sehr zivilisiertes Rennen kann man Stand jetzt eh schon festhalten. Also die auf Fahrer. Auf jeden Fall. Und bei, ich habe die Info. Ich glaube, die müssen dir das Mikro nochmal verkabeln. Gibt es technische Probleme? Man hat leider nichts verstanden. Also, ich habe gehört von Cool Green, dass es für Sahid der letzte Boxenstopp sein wird. Hoffen wir, dass das stimmt. Während Fuchs hier reingeht, der die Plätze verliert im Duell gegen Chris Huber. Erbelding, der wird dann auch heute nicht weiter aufholen. Reichelt, auch wieder an der Box. Ja, für den ist Rennen gelaufen. Geh's mal durch, Weinbrecht ja schon lange raus. Sahid Barada jetzt an der Box. Na, 12 Runden, 12 Laps to go sind's nur noch. Hier in Hockenheim. Justin Klaus muss rein. Wo kommt Drexel? Ja, das reicht nicht für Drexel. Barada hat so einen guten Vorsprung, dass dieser Undercut nicht funktioniert. Und Sahid Barada bleibt in Führung und Julien Lamy muss in die Box. Er hat sogar Julien Lamy. Achtung, Niko Czubicki brettert ihm da drauf. Aber, was ist denn da bei Niko gewesen? Hat der Sahid da früh gebremst? Nichts kaputt gegangen, aber das hätte auch schief gehen können.
Nichts passiert an den Fahrzeugen. Zeit macht das sehr, sehr gut. Muss ich ihm wirklich heute ein Kompliment machen. Also da hätte er wirklich aufpassen müssen. Also hat er wohl anscheinend etwas früher mit kalten gebremst. Reifen, mit kalten Reifen früher zu bremsen ist zwar sehr schlau, oder hätte er entweder die Linie freimachen müssen oder eine ganz andere, überhaupt eine ganz andere Linie wählen müssen, weil ich kam von außen. Und ich habe ganz normal gebremst, aber wenn mit kalten Reifen früher bremst, damit rechne ich normalerweise nicht. Dass es so dermaßen früher ist, aber es ist gerade noch so gut gegangen, alles in Ordnung. Ja, also da wird es hinterher kein großes Gespräch geben. Die Rennleitung hält sich auch sehr zurück. Wir hatten das gestern im DTL-Rennen anders. Da ist jeder Vorfall untersucht worden. Na gut, da gab es ja auch, ich erinnere nur an Rocky Bergmanns Massenchaos. Also, da gab es viel mehr zu untersuchen. Da muss ich sagen, die sind heute sehr zivilisiert bei der IndyCar. In der Nordkurve ist noch keiner irgendwo in die Reifenstapel geflogen. Auch wenn die Curbs sehr hart nehmen. Aber die fahren sehr zivilisiert hier in Hockenheim. Na, außer Reichel, der hat einen Flügel abgerissen. Und Weinbrecht, da wäre ich mal gespannt, wo der abgeflogen ist. Denn das Hinterrad verliere ich nicht aus Spaß. Also. Nico, was macht für dich Zeit bis jetzt richtig? Na, da ist jetzt Mario Reichel, der jetzt vor Dalle Drexler rumfährt. Julien Lamy ist auf der 6 rausgekommen. Michael Ford hat hier bei der zweiten Boxenserie verloren. Der ist nur noch 11. Da haben einige profitieren können. Achtung, was ist denn da los? Da rollt einer aus. Was ist denn das? Der Fuchsi. Der Fuchsi hatte da einen Fahrfehler. Runde 28 müssen wir uns auch angucken nachher. Da hat der Fuchs einen Fahrfehler gemacht in der Südkurve. Da wurde er langsam. Also bitte mir in Skype reinschreiben. Runde 28. Das müssten wir uns auch nochmal angucken. Da hat der Fuchs einen Fahrfehler gemacht, hat 2 Plätze verloren. Also für Fuchs ist das Rennen heute zum Vergessen. Das kann man sagen. Auch für Michael Fiebiger. Das wird heute keine Punkte geben für PacWest. Ah doch, Fuchsi ist noch auf der 14. Achtung, da ist Christian Huber! Schwerer Unfall! Ganz schwerer Unfall! Aufschreiben bitte Runde 29, Christian Huber! Ganz, ganz schwerer Unfall von Christian Huber! Kann er vergessen, der will den Rückwärtsgang einlegen. Das Auto ist kaputt, Chris. Das kriegst du nicht mehr repariert. Aus für Huber! Das müsste Huber, an der Haarnadel gewesen sein, wo der da abgeflogen ist. Ja, hast du dir das notiert, Novin? Hast du die letzten 2 Runden notiert? In den Chat notiert. Reingeschrieben, dass ich es nicht vergieße. Ja. Weil das müssen wir uns angucken. Das sah mir ganz nach einem Bremsdefekt aus, weil so fliegst du da nicht einfach ab. Entweder hat er sich verbremst oder ist die Bremse kaputt gegangen und dann auf Wiedersehen, weil du da mit Vollspeed aus der Parabolika kommst. Dann tschüss, da knallst du mal voll rein. Das war ein heftiger Unfall. Christian Huber wird ins Medical Center gebracht, der Indy 100 Sieger. Damit Fuchs jetzt auf der 13 und da hat Dayan Harimi sich jetzt Punkte gesammelt. Achtung, im Kampf gegen Florian Amerski. Und Tjendran auch schon dran bei seinem Halbspiel. Tjendran, und wenn es so weitergeht, hat Fiebiger vielleicht auch noch eine Chance auf den Punkt. Achtung, Mühlberger gegen Kortmas. Kortmas auf der Außenbahn, also auf der falschen Seite. Jetzt vielleicht probiert er es vor der Haarnadel. Mühlberger, Kortmas, Hamaki. Nein. Da hinten ist Patrick Chirac. Achtung, Patrick Chirac gegen Pablo Kortmas. Und Michael Ford dann auf der Elva. Das ist das erste spannende Duell seit langem. Also das Rennen ist doch eins der langweiligsten. Das muss man jetzt schon festhalten. Also es hat nicht die Action gebracht. 10 laps to go. Hier in Hockenheim. Ja. Erbelding hat sich auf die 12 vorgearbeitet. Ich habe vorhin noch gesagt, es gibt wohl keine Punkte. Und dann ist er da. Auch wichtig für ihn. Fiebiger wird den Anschluss etwas verlieren. Reichelt
da vorne, also ganz gut für die anderen, die hinter Reichelt sind, weil der wird heute keine Punkte mitnehmen, der Mario Reichelt. Der ist nämlich nur 23. Fiebiger könnte am 1. noch einen Punkt abstauben, denn er ist nämlich dran an Tien Tran. Und dann wäre da Hamerski in 4 Sekunden. Der kann noch 15. da werden, der Fiebiger. Und das ist gut für alle, die hinter Reichelt sind jetzt. Die holen Punkte auf. Denn Mario wird aus eigener Kraft dort nicht mehr hinschaffen. Und damit rückt alles wieder enger zusammen. Und wir haben noch 5 Rennen. Wir werden in 14 Tagen dann das letzte von der Sommerpause in Imola sein. Ist jetzt auch bekannt gegeben worden, wie die Bezeichnung des Rennens ist. Achtung, was macht denn der Tien da? Tien Tran hat Fiebiger müssen ziehen lassen nach einem Verbremser in der Herpin. So, und da ist nur noch Hamerski vor Fiebiger und den könnt ihr noch kriegen. Der Michael Fiebiger Noven kann noch einen Punkt holen. Und das wäre wichtig. Jeder Punkt ist wichtig. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, in 14 Tagen, wie gesagt, das letzte Indycar-Rennen vor der Sommerpause, das Eni Italian Indy, Eni die Tankstelle, früher Archip, die sponsert das Eni Italian Indy in Imola. Und Nico hat ja schon gesagt, eine Klassikerstrecke, die immer gefahren sein muss, und da freue sich die Fahrer. Ich habe eine Meldung bei Christian Hoover aus dem Medical Center erhalten. Er ist wohl auf. Alles in Ordnung, wird nochmal heute durchgecheckt und wird morgen entlassen. Also, wollen jetzt eine Nacht da beibehalten. Ja, es geht ja dann, die meisten Fahrer fahren erst morgen oder am Mittwoch dann Richtung Lausitz. Christian Huber hat dann Pause, der fährt ja nicht mit in der SCM. Also der kann sich jetzt sehr schön kurieren. Nico ist dann wieder am Start, obwohl in der Lausitz dürfen nur 25 ran, also da werden 11 Fahrer in der Auswärtsrunde landen. Könnte dich nur winnen und könnte den Nico und könnte die Johannes erwischen, weil da dürfen wieder nur 25 fahren in der Lausitz. Und dann das Rennen auf der Avus, was danach käme, dürfen 30 fahren. Und zweimal werden noch alle Fahrer am Start sein. Es gibt nur noch 2 Strecken, wo alle Fahrer in der STM am Start sein werden. Das ist Hamburg-Harbor. Ne, 3 Strecken sogar. Hamburg-Harbor auf der Nordschleife und in Spa-Francorchamps. Da werden wir alle 36 also, sehen. Da geht 3 Strecken Punkte holen. Was ich aber interessant und sehr lustig finde, auf der Grand Prix-Strecke beim Nürburgring dürfen nur 25 Fahrer fahren. Selbe Boxenanlage mit Nordschleife dürfen plötzlich 36. Ich finde das sehr interessant, wie das Spiel das auslegt. Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Das wird lustig mit 36 STM-Piloten auf der Nordschleife. Also Nordschleife, Hamburg-Harbor und Spa. Also beim Finale sind alle am Start. Beim Auftakt durften ja auch nur 30 am Start sein. Kollege, wenn ich in Berlin fehle, dann kriegen wir es aber miteinander zu tun. Das kann ich nicht, das kann ich nicht bestimmen. Das macht das Spiel. Dann machst du, dann sortierst du das so oft rein, bis ich drin bin. Das kriegen wir schon hin. Was, du willst mir drohen, Nico? Okay. Wenn ich hier auf der Grand Prix-Strecke dabei bin, dann gibt's Prügel. Also Nico droht mir schon. Ihr habt gehört, liebe Zuschauer. Das heißt, Nico Cevicki ist ab sofort disqualifiziert. Fick dich. Johannes Mehlis hat mir auch gedroht. Okay, Johannes Mehlis wird als nächster disqualifiziert. Oh nee. Das bedeutet Krieg. Und Novien Armani, der wird sowieso generell storniert. Also da ist es nichts Neues. Was haben wir denn hier vorne? Montero rutscht da ins Kies. Dann haben wir, glaube ich, O'Hurlefson, der jetzt zur Überrundung ansteht. Ist Justin Klaus auf dem Treppchen? Michael, also, es sieht so aus. Also Nico, das mit Berlin werden wir schon hinkriegen. Das mit der Grand Prix-Strecke gucken wir auch, wie wir es hinkriegen. Das ist nicht so schlimm, aber es geht um Berlin. Ja, das ist... Da bin ich immer ein Streckenbotschafter. Es kann nicht sein, dass der Streckenbotschafter der Avus da nicht dabei ist. Das geht gar nicht. Aber die Avus wird wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr im Kalender sein. Stand jetzt. Das ist wurscht, aber der Botschafter muss dabei sein. Ja, das klappt doch schon, Nico. Hätte doch mal nicht ins Hemd hier.
Klaus gegen Tashimiro, das könnte brisant werden, Michael. Was ist denn da passiert? Birgit Käuser wird zurückgereicht. Wir haben noch 5 Laps to go. Also das Rennen neigt sich dem Ende zu. Seidbarada führt. Da vorne O'Hurlefson und das ist Montero, der da zur Überrundung ansteht. Barada vor Drechsel, da ist Stefan Meyer dazwischen. Justin Klaus, Inui Tashamiro, der scheint es heute doch auf die Strecke zu bringen. Birgit Käuser, Julien Lamy, Veti Amaki, Dominik Mühlberger, Pablo Kortmas, Patrick Chirac, Michael Ford, Pascal Erbelding, Fuxi, Harimi, Hamerski, das sind die Punkteplätze. Und schau mal, der Fiebiger, Achtung hier, aus der Frontflügel Cam Novien. Fiebiger ist dran, er holt immer mehr auf Florian Hamerski. Das gibt noch einen Kampf um einen wichtigen Punkt für die Meisterschaft, für Michael Fiebiger. Jeder Punkt ist wichtig. Jeder. Tien hat keine Chance mehr beim Heimspiel. Und eben Montero, Hörlefson und dann käme Tien Dra noch zur Überrundung. Das wäre aber nicht schön, würde Tien. Nee. Gehen wir hier durch. Adnan Berger eine Runde zurück. Huber und Weinbrecht raus. 4 Laps to go. Und die Regie bleibt jetzt wohl vermehrt auf der Spitze. Es gibt auch kaum Positionskämpfe. Wir haben nur den einen auf Platz 15. Ansonsten haben wir eigentlich nicht mehr so viel. Und auf Platz 3. Ja, Platz 3 könnte nochmal eng werden. Das stimmt, Novien. Da ist nämlich der Tashamiro dran. Achtung, der ist tatsächlich jetzt enorm dran an Justin Klaus. Oh ja, tatsächlich. Da haben wir noch 2 schöne Positionskämpfe zum Schluss. Das entschädigt wenigstens, weil das Rennen war doch eher... Es war nicht das Spannendste, sagen wir es mal so. Da war mehr drin. Ich denke, in Imola in 14 Tagen haben wir eine bessere Spannung drin. Da erwarte ich mehr. Kann der Koreaner auch crashfrei überholen? Auch das hat er nicht hingekriegt in der Saison schon. Aber er ist dran. Ist dran an Justin Klaus. Es geht ja um Platz 3. Birgit Käuser wird diesen nicht mehr holen können. Aber Platz 5, starkes Ergebnis für die Siegnerin. Endlich mal wieder. Die hatte viel Pech in den letzten beiden Rennen. Ja, Justin kommt sehr, sehr gut aus der vor der Hairpin ganz gut raus. Also das macht der Justin sehr, sehr gut. Während nochmal hinter auf den Kampf, Platz 15. Hamerski, Fiebiger und schau mal, der Harimi kriegt auch Probleme. Also Fiebiger hat auch noch den Harimi in Sichtweite. Es geht hier um Platz 14 jetzt, also um sogar vielleicht 2 Punkte für Michael Fiebiger. Der und auch um sein Cockpit fahren muss. Er muss ja auch ums Cockpit fahren beim Gerner-Team, denn das Gerner, das hier übernimmt, das Team ist schon fast so gut wie sicher. Noch nicht offiziell, aber so gut wie sicher. Ah, wir bleiben mal hier kurz drauf. Fiebiger, der sich jetzt hier ransaugt. An den Acero Wells Racing Wagen hier von Florian Hamerski mit Toyota Motor. Sind nur 2 Teams mit Toyota, deswegen auch so weit hinten in der Herstellerwertung. Toyota weiß noch nicht, ob sie nächstes Jahr weitermachen hier. Im Grand Prix 2 steigen sie ja aus. So, jetzt ist der Fiebiger aber dran. Wir bleiben mal on board mit ihm. Gucken wir mal hier von außen. Fiebiger ist dran. Na, Harimi kann sich da lösen, Novien, aber der Hamerski könnte auf jeden Fall noch den Platz verlieren. Harimi könnte es noch schaffen. Macht er da einen Fehler, der gute Hamerski? Rutscht er weg? Achtung, kommt der Angriff von Michael Fiebiger. Der will natürlich nicht auf Biegen und Brechen jetzt da reinziehen und schießen die sich raus. 3 Laps to go noch. Kann das sein, dass Tashamiro noch dichter dran ist an Klaus? Wir müssen das beobachten. Ja, die kommen jetzt rein. Seid Barada. 2 Laps to go. Achtung, Justin Klaus macht hier einen riesen Schnitzer. Tashamiro ist dran. Gibt es einen Koreaner auf dem Podest? Justin Klaus, der zieht da rein, aber... Oi, 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 Parabolika, der Tashamiro lässt auch nicht nach. Noch ist das Thema nicht gegessen. Justin Klaus hat da zwar leicht berührt, aber trotzdem fair. Gutes Duell.
Jetzt hier Tascha Miro on board. Oh, das geht hier hart zur Sache. Und er schafft es nicht. Und Birgit Keuser hat noch eine Chance. Kann jetzt da auch noch um Platz 3 mitspielen, die Siegerin. Was für ein Fight hier jetzt um das letzte Podestplätzle hier. Ja, das ist Racing. Und jetzt haben wir doch noch Positionskämpfe zum Schluss. Aber wir schalten auch noch mal rüber zu unserem Punkteplatz-Fight hier. Fiebiger. Ja, schau mal, der Harimi kriegt da auch Probleme wieder. Achtung, was haben wir hier noch? Ein Überholmanöver. Fuchsi. Ah, das ist eine Überrunde da dazwischen. Gehen wir mal an die Spitze. Seit Barada. Vorletzte Runde müsste das sein. Bleiben wir mal bei ihm drauf. Da hinten ist es eng. Im Zehntelbereich zwischen Klaus, Tascha Miro und Keuser. Und da gibt's eine gelbe Flagge. Was ist da passiert? Wo ist die gelbe Flagge? Wen hat's erwischt? Harimi muss nochmal in die Box. Das ist ganz schlecht. David kriegt Fiebiger einen Punkt. Oh, da ist der Patzak ohne Eckflügel. Und der Schwarzenbacher crasht raus. Montero raus. Nur wir in Runde 38 aufschreiben. Da gab's eine Dreierkollision. Adnan Berker raus. In Runde 36, nur wenn 36 und 38 bitte. Da gab es Kollisionen. Tascha Miro, letzte Runde. Final Lap. Da hat es nochmal ordentlich gescheppert. Montero, da fuhr Patzak ohne Heckflügel. Und da war noch, wer war denn noch einer? Ja, Schwarzenbacher war noch raus. Runde 36 und 38. Ich hoffe, du hast mir das alles aufgeschrieben und in Skype den geschickt. Das kann man doch eh nicht mal alles merken noch, ja? Ich hab's hier geschrieben ich hab's hier in der Commentary-Crew geschrieben. Letzte Runde, die Regie bleibt natürlich jetzt beim Führenden, ist ja ganz klar. Also da hat's nochmal ordentlich gescheppert dahinter jetzt. Das in der letzten Runde, da haben wir sie gelobt, dass sie so zivilisiert fahren und krachen sich drei noch in der vorletzten Runde in die Karre. Also Patzak war in einen Unfall verwickelt, der fährt da auch nicht zum Spaß ohne den Heckflügel herum. Das will ich ganz sehen, was da war. Ich vermute, der Montero war da beteiligt. Das wäre bitter. Der hat auch schon mal einen Beißler fast weggekegelt in der STM. Ja, in der DTL. In der Südkurve. Die marokkanischen Fans erleben eine Sensation, das wäre der erste Sieg eines Marokkaners im Motorsport. Also besser gesagt, hier bei uns, Mehdi Benani hat, glaube ich, in der WTCC schon gewonnen. Und jetzt biegt Zeit Parada ein, liebe Zuschauer. Und ihr müsst den Euerlifter nicht mehr wollen. Zeit Parada gewinnt das German Indy. Well done, mate. Well done, Zeit. Win, win. Woo! Woo! Thank you, guys! First win for Morocco! First win for all people in Morocco! Yes! Well done, Zaid! Great race, great race! First win! So amazing! Woo! Drechsel wird Zweiter, Dritter wird Justin Klaus und Keuser überholt am Schluss noch Tascha Miro. Sechster wird dann am Ende Lamy, siebter Hamaki, acht Mühlberger, neun wird Pablo Kortmas, zehn Patrick Chirac, elf Michael Ford, zwölf wird Erbelding, 13 Fuchsi und Fiebiger hat Hamerski geschnappt und Hamrimi musste noch in die Box. Fiebiger kriegt noch zwei Punkte. Das könnte noch wichtig werden am Ende. Das war wichtig. Fiebiger hat am Ende doch noch Platz 14 errungen. Hamerski wird 15. Dann Tran, Oherlifson, Cevicki, Reichelt, Stefan Meyer und Dayan Harimi hat der Sprit. Die haben gepokert. Da hat es nicht gereicht mit dem Sprit und Harimi hat die Punkte verloren. Und Fiebiger hat sie gewonnen. Luger als letzter im Ziel. Schwarzenbacher raus. Veko Meyer.
Der war schon überrundet. Patzak, Montero, Berger, Huber und Weinbrecht. Was für ein Rennen hier beim Continental German Indy. Kann man nicht anders sagen, gell? Ja. Besser gesagt, dass was für ein Rennen. Die Positionsfights am Ende waren noch gut. Und da sind sie noch einige in die Karre gekachelt. Das finden wir natürlich dann nicht so gut. Aber passiert. Knapp eine Stunde, 58:41. Und seit Barada fährt das Auto vor zur Victory Lane. Er hat es geschafft und hat sein erstes IndyCar-Rennen gewonnen. Und ganz ehrlich, auf den haben wir nicht gesetzt. Also der hätten wir nicht auf der Rechnung gehabt, der Said Barada, gell? Und dann schafft das. Ich hab ja auf meiner Heimliche, da im ersten Training, glaube ich, vorne war sogar. Genau, da war er vorne. Said Barada überglücklich, umarmt er seine Mannschaft. Da kommt auch jetzt Niklas Luger. Der hat's nicht in die Punkte geschafft. Was für ein Rennen. Seid Barada und wir werden eine Premiere erleben, eine neue Nationalhymne. Wir werden zum ersten Mal die von Marokko hören. Ich habe die, glaube ich. Einmeldung möchte ich noch loswerden. Ich habe den Tweet übrigens wieder gemacht. Sehr schön, vielen Dank, Novien. Hat mir wieder Arbeit erspart, denn bei der DTL musste ich ihn wieder selber machen. Aber gut, gehen wir es mal durch. Seid Barada überglücklich. 40 Runden in Hockenheim. Also am Ende hatten wir noch schöne Fights. Tashamiro musste dann noch Käuser ziehen lassen am Ende. Und Fiebiger hat dann noch, Harimi musste in die Boxen, hat dann noch Hamerski geschnappt. Schöne, schöne Fights dann doch zum Ende hin. Aber das Rennen an sich war jetzt nicht der Kracher. Aber vielleicht lag es auch an der Charakteristik von Hockenheim, dass sich das so auseinandergezogen hat. In Imola könnte es auf jeden Fall enger werden. Trotzdem ein interessantes Rennen. Said Barada hat es geschafft und hat sein erstes Rennen, auch bei der Fuxina Edition hat er noch gar keins gewonnen, beim Fuxi. Das heißt, sein allererstes internationales großes Rennen gewonnen. Vor Daniel Drexel, Justin Klaus, Birgit Käuser, die hat schon mal gewonnen hier. Inui Tashamiro mit Platz 5 hat er trotzdem mal wieder sein Talent endlich auf die Strecke gebracht. Das wir so oft kritisiert haben bei ihm. Julien Lamy auf der 6 rettet wenigstens Teampunkte für Target Chip Ganassi, das ist auch wichtig. Vetia Maki auf der 7, Mühlberger 8, Kortmas 9, 10. Patrick Chirac, 11. Michael Ford, das gibt auch noch gute Punkte. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig wie viel, aber er könnte dran sein an Reichelt. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube übernehmen kann er sie noch nicht, aber ist dran an Reichelt, hat auf jeden Fall Fiebiger überholt. Also wir haben da jetzt einen Dreikampf aktuell zwischen Reichelt, Ford und Fiebiger. Also da sind zwei Michaels, quasi auf Deutsch übersetzt, ein Michael, ein Michael und einen Mario. Drei M's haben wir da vorne. Also das ist auch mal eine Fakt hier, drei M's. Pascal Erbelding auf der 12 hat aber auch Punkte geholt, ihn sollte man doch nicht abschreiben, der Erbelding. Der hat auf jeden Fall wieder Punkte geholt. Fuxi 13, Fiebiger 14, also doch beide Pack Wests am Ende noch in die Punkte gerutscht. Da kann Gerner froh sein, dass es noch Punkte gibt für das Team. Das muss man auch mal an der Stelle erwähnen. Dann geht es weiter. Florian Hamerski, Tien Tran, leider leer ausgegangen. Gegen Hamerski, Harald Hörlefsson, Nico Cevicki, Mario Reichelt hat weggeschmissen aus selber. Der war lange vorne dabei. Stefan Meyer, der legt jetzt eine Negativserie. Ich habe eine Meldung gleich, die ich noch sagen möchte. Ja. Sag ich gleich. Stefan Meyer zum zweiten Mal wieder nicht in die Punkte gekommen. Jetzt scheint er dann zu verhungern langsam mit den Punkteplätzen. Dayan Harimi hat zu viel gepokert, das hat nicht gereicht. Niklas Luger, Marco Schwarzenbacher, der hatte da noch eine Kollision. Dann hatten wir Wekomeyer und am Ende noch ins Ziel gekommen Nico Patzak, Manuel Montero, Adnan Berger und Christian Huber mit Unfall. Ah, der Manuel Montero könnte, glaube ich, noch gewertet werden.
Adnan Berger nicht mehr. Montero könnte noch gewertet werden, weil es zwei Runden vor Schluss war. Adnan Berger definitiv nicht mehr und Huber. Und dann haben wir natürlich noch eine dritte Seite und da haben wir auch noch Marc Weinbrecht als Ausfall. Runde 11 war das sogar. Ja, das gucken wir uns dann an. Nico und Novin hat es ja geschrieben, alles. Also das können wir uns ja dann alles noch an. Google gleich. Ich habe gar nichts, das war Johannes, nicht ich. Was? Was geschrieben? Ich habe bei Skype gerade gar nichts geschrieben. Nein, der Novin hat mir die Runden geschrieben. Für die Highlights. Also. Ja, das konnte ich mir sehr nachher... Weil du eben Nico gesagt hast, deswegen war ich gerade verwirrt. Das habe ich, glaube ich, nicht. Aber egal, interessiert jetzt auch kein Mensch. Aber hey, von Rang 28 auf Rang 18, das ist doch auch nicht schlecht. Das ist richtig, aber Mann des Rennens ist Seidberater. Können wir so festhalten, der hat das gut gemacht. Der hat die ersten zwei Rennen ja überhaupt nicht überzeugt und dann gewinnt er hier. Fiebiger müsste man ja vielleicht auch noch hervorheben, der natürlich auch noch Punkte rettet in der Meisterschaft. Weil Reichelt hat nicht gepunktet und Fiebiger nimmt zwei mit. Das sind eben dann vielleicht die zwei Punkte, die in Laguna Seca den Titel entscheiden können, denn das ist das Finale. Werden sich jetzt alle bereit machen zur Siegerehrung. Ja gut, hier auf den Rundstrecken sind die Siegerehrungen dann schon sehr europäisch. Das Auto wird natürlich unter das Podest geschoben, um die sogenannte Victory Lane zu zelebrieren. Auto von Seidberader mit der Startnummer 52. Im Marokko-Design, ja, die Startnummer. Du hast eine Meldung, Novi, ja, noch, bevor es zu Siegern geht. Sie sind noch, ja, beim Wiegen und jetzt gehen sie hoch in den Vorraum zum Podest. Also Veko hat geschrieben, dass laut seinem Interview bei dem Kollegen von SWR hatte geschrieben, dass er ein Interesse hat an das Cockpit von Place Fortune. Also entweder das Cockpit von Birgit oder Veti. Da möchte ich kurz sagen, Birgit hat auf jeden Fall, kann ich schon mal verkünden, hat das neue Vertragsangebot angenommen um weitere 2 Jahre, genauso wie für Veti um ein weiteres Jahr. Also Birgit kann es auf jeden Fall jetzt schon mal bestätigen. Sie hat das auch gerade eben bestätigt bei der Frage, ob das verlängert wurde oder nicht. Sie kann es bestätigen, dass es so war. Auch Veti hat bestätigt, dass es wohl Verlängerung gibt. Also das ist wohl ausgeschlossen, das Cockpit. Aber vielleicht für die übernächste Saison, man weiß es ja nicht. Target Chip Ganassi wäre noch eine Möglichkeit, da ist noch keiner bestätigt worden. Da will man abwarten, wen man da nimmt. Aber es könnte gut sein, dass wir das Duo da auch nochmal sehen werden, weil die haben sich bisher eigentlich gut verkauft. Es gäbe keinen Grund, sie auszutauschen, aber man weiß es ja nie, was passiert. Zunächst wissen wir mal eins, es geht nämlich hoch zur Siegerehrung. Das wissen wir ganz sicher, liebe Zuschauer, dass es da jetzt hingeht. Während der Novien jetzt hier schon den Tweet fertig gemacht hat. Ja, wir haben noch einen Programmhinweis, sehe ich gerade. Am Dienstag, wenn ihr das jetzt richtig gesehen habt, ist dann wieder mal die Formel 3000 zu Gast. Donnerstag. Und ich glaube Donnerstag die Formel Elektro. Da geht es mal endlich wieder weiter beim Herrn Cevicki. Donnerstag Formel Elektro, Mittwoch. Nee, Quatsch. Mittwoch Formel Elektro, Donnerstag Formel 3000. Und am Montag, die eigentlich schon fast totgeglaubte Rennserie, die F1 98, geht zu ihrem dritten Lauf nach Argentinien. Am nächsten Montag. Na, da wird wahrscheinlich auch bei mir wieder ein Rennen sein. Ich müssen wir mal gucken. Ich habe Urlaub. Was? Ich habe Urlaub, deswegen habe ich Zeit dafür. Für euch Ferien. Ja, ich habe so schnell keinen Urlaub mehr. No. Aber ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall, das sind die Programmhinweise, die man mal geben sollte. Bin ja schon froh, dass beim Nico endlich mal wieder was läuft. Man schon denkt, dass die Serie totgeglaubt sind. Nee, aber ich hab in letzter Zeit... Ah nee, lass mal, das ist nicht jugendfrei. Oh Mann. Ja, Nico, der muss halt auch arbeiten. Da kann man halt auch nicht so viel machen. Ja, die Arbeit, da ist jetzt mit der Jugend kein Problem. Aber dadurch, dass ich mittlerweile wieder vergeben bin, muss ich halt irgendwann auch mal wieder Zeit haben zum Stornieren.
storniere das jetzt mal neu in meine neue Zensierung. Also da hat der Novil, da ist der Novil doch zu was gut gewesen. Zum Stornieren. Ja, der Novin hat noch einen lang anhaltenden Gag. Vielleicht ist das ja auch der Gag des Jahres noch, wenn er so weitermacht, der Novin. Ein lang anhaltender Gag hier gebracht. Der gute Novin. Aber wie dem auch sei, die Fahrer sind jetzt bereit. Es geht jetzt auf die Siegerehrung. Auf Platz 3, Justin Klaus für Patrick Racing. Damit haben wir immerhin einen Deutschen auf dem Podest hier beim Continental German Indy. Der freut sich, der Justin Klaus. War für das Team vor allem wichtig, das weiter an der Top 3 festhängt. Also die sind ein Überraschungsteam, ist ein relativ kleines Team. Dann auf Platz 2 aus Salzburg für das etwas größere Team Ray Hall. Also haben wir auch noch einen Österreicher drauf. Aber die Sensation schlechthin, Platz 1. Sein erster internationaler Sieg im Motorsport in einem Rennen. Said Barada aus Marokko für Team Cole Green. Das ist, glaube ich, dann der erste Sieg für die in der ICC. Und da jubelt der Said Barada, hat sich eine Marokko-Fahne mitgenommen, der Herr Barada. Es sei ihm auch nicht vergönnt, oder, dass er die mitnimmt. Das darf er, das ist okay. Und wir hören zum ersten Mal, ich gucke, habe ich die Hymne überhaupt? Eigentlich habe ich sie alle. Afrika müsste sie drin sein in dem Fall. Denk mal, Marokko wird zu... Ja, genau, ja, geh ein auf. Und damit hören wir zum ersten Mal Premiere auf Beißler Modus, mal eine neue Hymne, die Nationalhymne von Marokko. Das ist doch mal so die etwas andere Hymne. Also, aber hört sich echt gut an. Ja, sie ist mal etwas anders. Also es ist mal eine neue Art von Nationalhymne. Das ist mal gar nicht gewohnt. Aber vielleicht müssen wir uns an die Hymne auch ein bisschen gewöhnen. Die könnte man vielleicht doch mal das ein oder andere Mal hören. Auf jeden Fall Said Barada, sehr emotional auch. Joe Gerner klatscht, denn er hat ihn ja damals in sein Programm aufgenommen und jetzt hat wieder einer seiner Fahrer gewinnen können. Also der macht das schon gut, Joe Gerner. Und der Pokal von Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsident von Baden-Württemberg, für Said Barada, der sofort hier vorrennt zu seinem Team. Unglaublich. Der freut sich richtig über diesen Sieg. Platz 2 von Hermann Tomczyk überreicht für Daniel Drechsel, der auch sehr zufrieden ist, aber ich denke, er hätte sicher gern die österreichische Hymne gehört. Aber Daniel Drechsel hat ja schon bewiesen, dass er Rennen gewinnen kann. Der Soccer World Challenge gelang ihm das schon einmal in ihrem Gang. Und Platz 3, das ist auch sehr interessant, wird von einem ehemaligen Fußballtrainer vergeben, nämlich von Karlsruhe, Winfried Schäfer. Übergibt den Pokal hier für Justin Klaus, der immerhin die deutsche Fahne auf dem Podest vertritt. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, und der siegreiche Konstrukteur wird vom Ministerpräsident von Baden-Württemberg vergeben.
Und zwar von Winfried Retschmann für das Team Cole Green Racing, das hier seinen ersten Sieg geholt hat. So, und jetzt guck mal, wir wollen heute ja natürlich auch eine neue Einlaufhymne spielen. Ich hoffe, ich habe gleich ja die richtige. Ja, die können wir doch hier nehmen. Ja, da würde ich mal sagen, hier mit dieser Hymne. Gentlemen, let the champagne spray! Unglaublich hier. Ab. Ja. Beim Daniel und Justin ist es so ein bisschen gemütlicher. Ja. Er ist ein Parader und er spritzt wie so ein Bekloppter da alles voll. Also der dreht jetzt richtig ab. Fehlt nur noch, dass einer macht. Puh! Puh, der Island-Hacker, der fehlt jetzt noch. Ja, ich seh gerade in der Kommentatorenkabine, dass der Kretschmann ein bisschen auch was abgekriegt hat. Ich glaube, wenn der O'Hurlifson gewonnen hätte, hätte man den Island-Hacker hier gesehen als Liebe, glaube ich. Denke ich auch. Ja, das ist doch eine interessante Musik, passt doch zu der Nationalhymne. Auf jeden Fall ein Heidenspaß hier auf dem Siegespodest. Ja, das Indica-Rennen hier neigt sich dem Ende zu. Wer natürlich das ganze Lied abschiedet. Aber die genießen das jetzt noch ein bisschen, bevor wir gleich mal in die Highlights gehen. Und ich glaube, wir haben heute einige gesammelt. Wenn ich mal nochmal Überblick habe, hier Runde 12, Runde 14, 28, 29, 36, 8. Also da haben wir heute schon ganz viele Informationen gesammelt. Ja, und dann ist die Siegerehrung, ja, war interessant. Ich möchte es in Zukunft öfters machen, weil diese altehrwürdige Siegerehrungshymne, das ist einfach Formel 1 mäßig. Wird man für die anderen Rennserien auch was anders reinbringen auf dem Podest. Weil, wie gesagt, die kennen wir aus der Formel 1. Deswegen habe ich jetzt hier mal ein paar, ich muss ja eh noch ein paar Intros machen für TRC da noch. Wenn wir noch so ein paar No-Copyright-Sounds natürlich, dürfen wir verwenden. Und ich denke, wir schreiten doch jetzt mal weiter und geht jetzt mal zu unserer Analyse. Wir brauchen keine Nationalhymne mehr heute. Die haben wir heute geschafft. Nochmal das Rennergebnis im Überblick. Schade für Tien Tran, der war ganz knapp dran an so einem Punkt heute, aber es hätte halt nicht sollen sein. Aber eigentlich der Pechvogel ist für mich da, ja, Michael. Der musste da aus weiß ich welchen Gründen nochmal in die Box. Ich denke, die haben da wirklich was mit Sprit probiert. Das sollte man aber wissen. Bergmann hat in der DTL auch schon sowas probiert. Chirac hat schon sowas probiert. Also in der DTL. Also man sollte wissen, dass das schief gehen kann. Ja, dessen ist da einer schon mit dem Motorrad durchfährt. Natürlich, klar. Werden jetzt auch viele Fans, haben jetzt auch im Motorrad die Strecke befahren, sind aber im Motorroller jetzt drauf gekommen. Ja, die nehmen die Zeit mit auf einer Spritztour. Ah, das sind glaube ich, das glaube ich, die Freunde vom Said Barada, die sind extra aus Rabat angereist. Da einige wohnen ja auch in Deutschland. Hält ja auch viele Bekannte aus Rabat. Die auch ein wenig Deutsch. Natürlich, klar. Er wohnt ja auch eine Weile, auch schon in Deutschland. In Deutschland und er wohnt auch in Spanien. Ja, und jetzt gehen wir mal in diese Szene, weil wir haben einiges leider ja nicht sehen können richtig. Deswegen, wenn wir das jetzt hier nochmal aufbereiten. Sind ja die Runde 12.
Das mach, genau, du liest mir das jetzt gleich vor, deswegen machen wir das jetzt hier. Ihr seht es noch alles, gell? Ja. Gut, da sehen wir mal hier den Start, ist das jetzt hier, zu der Aufwärmrunde. Hört sich schön an. Da könnte man auch Techno machen draus. So, das ist erstmal die Aufwärmrunde, die hier ist. Warte mal, das müssen wir doch ein bisschen anders lösen können. Das Ganze mal normal hier. Runde 5. Und die erste Runde war die 12, gell? Runde 11, genau, Runde 12. Das ist nämlich Marc Weinbrecht gewesen. Was war mit ihm los? Der war zu dem Zeitpunkt nämlich in der Punkte. Marc Weinbrecht, 14. Gehen jetzt mal hier in Runde 11, Runde 12 ist passiert. Schauen wir mal Marc Weinbrecht, was er hatte. Die erste Szene hier. Dann sah ich Parada wirklich mit der Spritztour jetzt um den Hockenheimring. Mit der Marokko-Fahne in der Hand, die lässt er jetzt da wedeln. Also die Hymne habe ich noch nie gehört, also die fand ich etwas besonders. Das war mal eine Hymne der anderen Art, muss ich mal sagen. Die habe ich noch nie gehört gehabt vorher. Wir hier hören durften von Said Parada. Was war? Marc Weinbrecht. Ich glaube, er ist einfach zu schnell gewesen. Er spule das oder, hat er vielleicht ein Bremsproblem gehabt und deswegen so heftig eingeschlagen? Kann natürlich sein, muss es aber nicht. Der war jetzt hier in der Box. Der kommt aus der Box und hat keine Räder mehr. Das ist kurios. Was ist da passiert? Und das erklärt, warum Reichelt kein Frontflügel hatte, denn Reichelt war derjenige, der da drauf gefahren ist. Ach, das darf doch nicht wahr sein, dass das dem Mario passiert. Was war das? Oh, das ist ein Unsafe-Release von Reichelt und das könnte nachträglich noch Ärger geben. Das wird nachträglich noch Ärger geben, das ist jetzt schon sicher. Denn der kam da mit voller Rotze angedonnert. Es war Reichelt. Novien, da sind wir uns sicher. Die Rennleitung sieht sich auch die Wiederholungen an. Das könnte nachträglich noch eine Zeitstrafe geben. Also das. Mach mal die Zeitlupe, also die Slow Motion, Michael. Ja, warte mal. Jetzt kommt die Super Slow Motion. Ah, also ich hab's ja befürchtet. Also ich dachte vielleicht, dass. Also da hatte ich dann am Anfang doch richtig gesehen, Michael, warum Reichelt keinen Frontflügel hatte. Aber dass der sich da den in der Box abfährt, schickt Weinbrecht beim Boxenstopp aus dem Rennen. In der Super Slow Motion hat man das aber nicht gut erkannt. Ich möchte es gerne mal im Vollspeed anschauen, das Ganze. Wie gesagt, diese Wiederholungen zeigen man nur, wenn was passiert ist in Zukunft. Und heute ist mal wieder sehr viel passiert, so wie ich auch gestern wieder die Szene des Tages gezeigt habe. Er ist einfach viel zu schnell gewesen, der Mario. Achtung, einfach unaufmerksam und Tempolimit, denke ich mal. Doch, er hat das Tempolimit von 100 gehalten und der Brett. Aber trotzdem darf das nicht sein. Also, noch einmal angucke hier. Ja, da möchte ich auch mal Nikos. Ich würde gerne mal aus der Heckflügelperspektive von Marc Weinbrecht sehen. Er kommt aus der Box und ist kaputt. Also ich würde mal sagen, Mario, das war schon selten doof jetzt hier, die Aktion. Und das wird auf jeden Fall Ärger geben. Und da haben wir auch schon ein Mail bekommen, dass die Rennleitung sich das jetzt angeschaut hat. Also Mario Reichelt musste jetzt zu den Stewards antreten. Weil die schaut sich auch die Szene danach an. Ja, das ist richtig durchgelaufen. Veko schreibt gerade, dass es Weinbrecht schuld ist, beziehungsweise von seiner Crew. Warum? Das ist Vekos Auffassung. Ich lese es gleich mal weiter. Veko schreibt mir gerade, dann sage ich ihm. Ja? Also eigentlich ist das eine Schuld von... Ja, muss er da bremsen eigentlich, der Reichelt, wenn er da so rauskommt? Weinbrechts Rennen war in dem Fall dann vorbei. Hier,
Hier, die Crew, ach, also ich muss... die Crew schickt Weinbrecht los, obwohl Reichelt in der Fastlane war. Ah, das könnte aber dann sein, dass aber der Weinbrecht aber auch nicht ganz schuldlos ist, Michael. Also... Okay. Muss man auch ganz ehrlich sagen, also zum einen ist ein Fehler der Boxencrew, also Weinbrecht kann dafür nichts. Aber da ist er viel zu langsam, da hat er viel zu viel Wheelspin gehabt, als er wieder rausbeschleunigt hat aus seiner Box. Und da braucht er sich auch nicht wundern, dass er da getroffen wird. Da kann, klar, Reichelt hatte gute Übersicht gehabt eigentlich. Aber da rechnest du eigentlich auch nicht damit, dass da einer so vor deine Nase gezogen kommt und vor allem selbst nicht in den Spiegel schaut. Normalerweise muss man sagen, wer auffährt, hat Schuld. In dem Punkt muss ich allerdings sagen, würde ich eher sagen Rennunfall. Das war ein Missgeschick, es sollte höchstens eine Geldstrafe geben für die Crew von Weinbrecht, aber da wirklich einen Schuldigen unter den Fahrern zu finden, wäre zu einfach. Das, also da würde man sich das zu einfach machen. Ich finde, das ist wirklich ein Rennunfall. Und da hätten beide aufpassen können, müssen, auch allein schon wegen der Gefahr, wegen umherfliegender Reifen, aber eben, ich würde da eher sagen, Rennunfall. Ich würde es auch so tendieren, einen Rennunfall. Und ich habe auch, wie gesagt, die Meldung von den Stewards, dass es eine Geldstrafe gibt. Höchstens. Und auch nochmal eine Verwarnung für Mark Weinbrecht dazu. Die Geldstrafe wird dann morgen noch veröffentlicht, von mir persönlich. Ja, ich habe gehört, eine Verwarnung für beide. Beide kriegen die Verwarnung. Das ist doch mehr als gerecht. Also alles andere wäre zu viel. Und die Geldstrafe soll auch auf beide Teams verteilt werden. Also, so wie ich das gelesen habe, soll das dann gespendet werden. Genau, ja, das hat man dann ja auch beim Beißler auch so gemacht. Ja, genau, und zwar geht es wahrscheinlich dann an die Wohltätigkeitsorganisation Kuchen für Nico. Kuchen für Nico, ja, sonst geht es noch gut, ne? Sonst geht's noch. Wobei, so schön verspendiere ich da auch gleich nochmal für einen guten Zweck eine LKW-Ladung Cola für das Kinderheim irgendwo in Mannheim, was da bei Hoffenheim in der Nähe ist. Interessant. Klingt doch gar nicht mehr so schlecht. Ja, gehen wir mal die nächste Szene. Ja, dann Runde 14. Runde 14, das ist ja schon ziemlich jetzt dann gewesen. Wer war da verwickelt? Mario. Ah, das war das mit dem Frontflügel. Das haben wir ja schon gesehen. War das mit dem Frontflügel, das haben wir ja schon geklärt. Das war ja in der Box mit Weinbrecht. Nächste Szene, Novien. Runde 28 von Fuxi und respektive 29 von Chris Huber. Oh ja, genau. Fuxi hat einen Fahrfehler und danach hatte der Christian Huber einen schweren Unfall. Das war in Runde, wann war es nochmal? 28. Chris Huber 29. Wir gehen jetzt gerade mal hier oben, aber der hatte einen Fahrfehler drin und wurde langsam. Vielleicht klärt uns auf, was da passiert ist. Denn da war er ja ziemlich langsam irgendwo. Und dann haben wir Chris Huber. Also einiges passiert hier, liebe Zuschauer. Am Ende die Zieldurchfahrt wird dann heute das Samtmehl wieder mit Said Barada. Denn ich denke, einen, der zum ersten Mal gewinnt, sollte man... Würdigen. Oh, der kommt auf den Korb, der Fuxi. Und Nico, ich glaube, du kennst den Korb noch aus der DTL. Der hat dich nämlich auch mal erwischt im Auftaktrennen. Das war nämlich genau dieser selbe Korb. Neben ihm Chris Huber, den wollte er attackieren. Oh, da verliert er auf diesem sehr hohen Körb, der ist schon sehr hoch, verliert er da den Pack West Mercedes. Und Nico, dich hat da auf demselben hohen Körb mit dem BMW erwischt im Auftaktrennen. DTL erinnere ich mich, wo ich da noch vorbeigefahren bin. Ja. Da hat er Chris Huber versucht zu attackieren und... Oh, aber ja, diese Körbs sind doch schon sehr hoch. Das war Fahrfehler, oder? Ja. Fahrfehler. War ein Fahrfehler, auf jeden Fall. Schlicht und einfach, ja. Vor allem, da geht vorne einer in die Box. Das ist Niklas Luger.
Ja, hält den da ein bisschen auf, aber das macht nichts. Ja, und da verliert er die Kontrolle auf dem hohen Körb und muss Erbelding ziehen lassen. Ja, da war Luger schon weg, der hat damit überhaupt wirklich gar nichts zu tun. Ja, nee, Niklas hat da nichts eingegriffen. Niklas war ja, nein, das habe ich nicht gesagt, der war da vorne, er ging in die Box. Später. Aber Fahrfehler ja, Fuchsi. Ja, da hat er ihn zwar ein bisschen aufgehalten hier, ja, aber eben der Körb kam später, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, den kann man außen vor lassen, aber das war ein Fahrfehler. Und jetzt gehen wir gleich weiter, denn im Anschluss kommt die Runde von Christian Huber. Und der hat einen schweren Unfall gehabt. Wie ist das passiert? Achtung, Bang! Oh, das deutet auf einen Bremsdefekt hin. Also das war ein komischer Abflug. Hier noch einmal aus der TV-Perspektive. Da will er einlenken in die Herpin und dann lenkt das Auto nicht mehr ein. Und da fliegt das Rad ihm fast an den Kopf. Vielleicht sollte man mal die Onboard-Perspektive auch angucken. Die könnt's uns etwas verdeutlichen, oder? Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr sagen. Da will er einlenken. Schaltet runter. Oh, das wird... oh. Da ist aber mehr wie die Bremse kaputt. Da müsste vielleicht was gebrochen sein. Weil er kann nicht mehr einlenken. Mitte auf der Herpin, zwar nur im dritten Gang. Aber ist immer noch hoch genug. Da hat er hier, bremst da runter. Auf 160 km/h. Von Nico, Aufhängungsbruch, oder? Könnte das sein, wenn er da nicht mehr einlenken kann. Ja, aber nicht vorne rechts, wie ich gerade gedacht habe, sondern vorne links. Ja, genau. Weil das bewegt sich schlagartig nach rechts. Das rechte Rad hat noch voll eingelenkt, aber das linke Rad ging nicht mehr ganz mit. Richtig, genau. Weil vorne links hat sich das gar nicht mehr bewegt. Den Lenkanschlag nach rechts. Genau. Weil Chris will die Herpin treffen, kann sie nicht treffen mehr und dann schlägt er aber brutal ein. Wir haben jetzt hier mal die linke Aufhängung im TV-Bild. Ja, und jetzt lenkt die Lenke, jetzt will er versuchen rückwärts zu fahren, aber da sieht man die Frucht, dass die Aufhängung nicht mehr geht. War die rechte. Doch, jetzt sehe ich, das war doch die rechte, weil die linke ist doch voll drinne, die rechte gar nicht. Wir haben auch noch für die rechte Aufhängung eine Kamera. Ne, nur für die linke. Aber man hat's gesehen, ja, die von oben kann man nehmen. Ja, man hat gesehen, der linke Reifen ging schön nach rechts ein, voller Einschlag, so wie der Lenkradspielraum eingestellt wurde. Aber der rechte Reifen ging das gar nicht. Ja, da sieht man, da bricht's. Und da steht das Rad schon quer mitten in der Herpin. Das hätte auch böse und das Rad ist doch dann weit genug nebendran geflogen, aber das hätte auch böse ausgehen können, das Ganze. Definitiv. Hat zum Aus von Christian Huber geführt, dem Indy 100-Sieger. Ja, Nico, du hast was gerade von deinem Rennstall gehört, wie es Chris geht. Was gibt's da Neues? Du hast da was gehört, ein neues Update? An sich geht's ihm gut. Ist nicht viel passiert, nur leicht im Fuß verstaucht, also ich denke mal, wird beim nächsten Rennen schon wieder an den Start gehen können. Ihm geht es soweit aber gut, also ist nichts passiert, es sah alles schlimmer aus, als es dann für ihn letzten Endes war. Beziehungsweise der Einschlag war schon ziemlich heftig, aber nur ein verstauchter Fuß, also der linke Fuß ist nur leicht verstaucht, aber ist alles in Ordnung. Aber er wird ja sicherheitshalber eine Nacht im Medical Center sicher verbringen erstmal. Ja, das ist ja Pflicht, das ist gar kein Problem, aber eben... Er wird beim nächsten Rennen auf jeden Fall wieder dabei sein, keine lange Ausfallzeit. Alles klar. Schon mal Runde 6. Letzte Szene, Runde 36 und 38 Montero, Patzak, Schwarzenbacher, Michael. Wir haben jetzt hier schon mal Patzak vorsorglich eingeschalten, denn der hatte einen Frontflügel ab. Wie ist das entstanden? Denn wir haben nur noch gesehen, dass der da ohne Heckflügel, nicht Frontflügel, ohne Heckflügel herumgekrochen ist. Was ist da passiert? Wir sind jetzt in Runde 35, einen kleinen Vorlauf habe dazu. Du, das ist auch mal ein bisschen vor. Also Christian Huber, glaube ich, sicher mit dem schrecklichsten Unfall. Hinter ihm war... Wer war da hinter ihm? Montero. Und ich glaube, dass der Montero damit was zu tun hatte. Denn ich kann mir es nicht anders erklären. Denn der Montero war hinter ihm. Ne, es war Schwarzenbacher. Hier kommt die Haarnadel.
Dann ist er, denke ich mal, der Montero auf Patzak aufgefahren. Tipp ich jetzt mal ganz stark. Noch haben wir die Szene nicht gefunden. Hinter ihm ist übrigens Schwarzenbacher gewesen, erste Mal. Also der hat damit auch definitiv was zu tun gehabt. Der fuhr auch ohne Nase herum, also war der schon dicht dran. Was ist alles in der 38. erst passiert? Wir spulen es nochmal vor, wir haben ja aufgeschrieben, die zwei Runde. Und ja, Nico muss dich schon mal verabschieden. Danke, Nico, dass du dabei warst. Danke dir, Nico, wir haben es gefunden. Danke dir, Nico, und oh, da war Montero da vorher, also der war da unbeteiligt, der hat so einen Crash gehabt. Danke dir, Nico, und man hört sich die Tage wieder. Und Janowien, Auffahrunfall Marco Schwarzenbacher. Der ist dem Patzak da hinten drauf geschleppert und schau mal wie. Also von Bremsen hat auch er nichts gehört, der Herr Schwarzenbacher. Das war Beißler-Style. Und dann schmeißt das weg. Das war dieselbe Stelle wie Hoover. Ja, aber nur, dass dann eben noch ausgeholfen wurde. Einfach dann der Patzak als Rambock benutzt wurde. Da lag ja noch ein Auto. Das war das ja, Auto das ist von das von Manuel Montero. Und der war da nicht mit beteiligt. Jetzt gehen wir das mal der Reihe nach durch. On board. Marco Schwarzenbacher on board. Ja. Der knallt dem da einfach drauf. Montero steckte schon Drusse, der war wohl eine paar Szene vorher. Novien, deine Analyse, auch das könnte eine Strafe geben noch. Oder besser gesagt eine Verwarnung. Okay. Nee, für Schwarzenbacher könnte es sogar durchaus gravierender werden, Michael. Weil das war vorsätzliches, gefährliches Fahren. Und einfach so in die Karre zu fahren, das... Das kennt man nur von Michael Weißler aus der Vergangenheit. Ja, da sollte Schwarzenbacher nach seiner Compre4-Erfahrung eigentlich wissen, dass man das nicht tun sollte. Und jetzt gehen wir mal die Heckflügelcam angucken hier. Dumm. Achtung. Hochgelaufen für Marco einfach. Aber trotzdem auf Patzak aufzufahren ist aber auch nicht die feine kaiserlauterische Art. Das muss ich dazu leider sagen, Michael. Absolut. Jetzt müssen wir uns Montero noch angucken. Weil der muss so abgeflogen sein. Auch der Crash war jetzt nicht brutal, aber auch er. Also Schwarzenbacher und Patzak, das war ein absoluter Auffahrunfall. Ja. Und die Rennleitung hat auch jetzt Marco Schwarzenbacher zum Rapport zitiert. Also der könnte noch eine Zeitstrafe kriegen. Da lag noch das Rad von Chris Huber. Novien. Ja. Und dem und Montero erwischt es ähnlich. Schau mal. Stelle. Ja. Aber mit viel weniger Speed. Er knallt genauso weg, aber mit viel weniger Speed, nämlich nur mit 120 und Hoover hatte 160. Viel weniger Speed als bei Hoover, aber Novien, wir machen jetzt noch Onboard und dann können wir mal schauen, was ist da gebrochen oder war es ein Fahrfehler. Also da war nicht mit dem beteiligt hier mit Schwarzenbacher, das war eine Situation danach. Also vorne links, Michael. Vorne links ist die Aufhängung gleich also verbunden. Auch Aufhängungsbruch bei Montero, kein Fahrfehler. Kein Fahrfehler, nein. Startnummer 50 fliegt hier ab. Montero ja, da vorne krank, knickt sie ab, da vorne knickt sie ab und das war's. Und dann hinter ihm passiert die Szene mit Schwarzenbacher und mit Patzak. Und sehen wir jetzt hier noch einmal aus dem Onboard. Ja, da legt der Montero und dann kommt der Schwarzenbacher, macht nur so eine Scheiße. Der hätte auch mal den Beißler fast abgeschossen im STM-Rennen beim Überrunde. Also lieber Marco Schwarzenbacher, so wird das nix. Denn in der STM droht er sowieso schon sein Cockpit zu verlieren. Wenn die den Cortez hole und den Justin Klaus, die möchte ja beide hole, dann muss folglich auch der Schwarzenbacher gehen. Und mit solchen Rennen zeigt er nicht gerade, dass er bleiben kann bei Renault.
Nein, das war schon eine selten dämliche Aktion. Dann müssen sie ja beide in die Box. Und das Rennen ist kaputt. Adnan Berger haben wir noch. Und ich höre gerade von von Veko, dass er schreibt, dass Montero Luftverlust im rechten Vorderreifen haben soll. Ah, das erklärt dann natürlich auch noch einiges, Michael. Ja, das kann passieren. Und hier ist was mit Adnan Berger gewesen. Wir spulen da zurück. Ich glaube, den haben wir nicht aufgeschrieben. Weil der hat auch Heckflügel weg und Frontflügel, ist da auch jemand draufgekachelt. Ich spule auch das zurück, weil und ich dazu noch der Samen weniger Druck im Kurveninneren Reifen hat, der Kurve äußere Reifen hat, so ein Lenkeinschlag. Wenn du das mal hättest, wüsste man das halt. Und das ist halt so. Und das ist nicht ohne sowas. Also trotzdem, der Unfall hier, das darf und darf nicht passieren. Und der Unfall hier von Adnan Berger, Novin, der war auch nicht ohne, weil der steckt ganz schön in dem Reifenstapel und das dürfte Mercedes Arena sein, wo der da abgeflogen ist. Ja, ja. Das ist Mercedes Arena. Was ist denn hier passiert? Also, da war keiner beteiligt. Auch das war in der letzten Runde hier. Adnan Berger. Ganz alleine. Tippe ich jetzt mal. Und der Einschlag war nicht ohne. Also da ist er auch seitlich eingeschlagen. Ganz unangenehm. Ja, und viel zu schnell. Und das mag man nicht hier, seitlich einschlagen im Formelauto. Hier kommt's nochmal. Ja, viel zu schnell. Das ist ein Lock-up, das ist ein Fahrfehler. Das ist ein Fahrfehler, aber das Kies hat wirklich gut abgebremst. Michael, das Kies hat da wirklich echt. Ja, das bisschen Kies, was da noch ist, aber das war definitiv Adnan Berger mit einem Fahrfehler. Hier beim Abbremsen, und dann verzögert das Rad und bang. In der Mercedes Arena, ich glaube, das war hoffentlich kein Mercedes-Fahrzeug. Nee, das war eins von Toyota. Nee, das ist Toyota-Motor. Das ist Toyota. Das, ich sehe schon, dass Denso da hinten drauf stehen und Denso ist Toyota. Also das, da hätten die sich nicht gefreut, wenn das jetzt ein Mercedes-befeuertes Fahrzeug da gewesen wäre. Nee, sicher nicht. Also Adnan Berger schmeißt es weg. Da höre ich so von den Fans so ein bisschen hämische Rufe und sagen, wow, jetzt passiert es dem Adnan auch mal sowas. Ja, da sind viele ja immer noch geprägt von der Szene, als er den Beißler dreimal in den Überschlag geschickt hat im Motegi. Aber das war trotzdem kein Schwacher. Der bleibt auch erstmal noch eine Weile im Auto. Ist doch benommen. Ist jetzt auch im Medical Center gebracht worden, Adnan Berger natürlich. Das ist Pflicht. Aber hat den Daumen nach oben gezeigt. Ja, aber das Rennen ist gelaufen. Und da ist auch sogar der Eagle vorne verdellt. Der Adler aus amerikanischer Sicht. Das wird den Amis nicht gefallen, dass die dort das Nationalsymbol, dass sie das da verdellt hat. Und jetzt nehmen wir zum Schluss noch die Zieleinlauf für den Sidebarader mit, denn das soll nämlich Samtmehl werden. Also wir hätten doch einiges zum Analysieren gehabt. Also ich würde mal sagen, Depp des Tages Marco Schwarzenbacher. Weil ich glaube, den teilen sich zwei. Mario Reichelt hätte vielleicht auch noch eine Chance drauf. Weinbrecht, Reichelt und einigen wir uns auf Weinbrecht, Reichelt und Schwarzenbacher. Weil die drei haben das doch da hingekriegt. Ja, dann gehen wir mal auf den Sieger des Rennens, Sidebarader, für das Sandmail. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr für Side. Glückwunsch kann man nicht besser machen, muss man sagen. Und so ein ähnliches Sandmail hatten wir auch schon. Hier haben wir Sidebarader, das war das falsche. Enter drücken, genau. Sidebarader, das können wir doch. Ja, jetzt noch ein bisschen. Das ist ja mit den TV-Kameras immer so eine Sache. Das könnte man doch auch nehmen. Wir haben so ein ähnliches in der DTL gehabt. Ja, so vor der Tribüne. Vor der Südkurve. Genau.
Okay, vor der Südkurve kann man, glaube ich, auch eins machen. Ja, ihr kennt das ja jetzt mittlerweile. Der Beiser möchte schon einigermaßen ordentliche. Gestern bei diesem Crash gab es keine gescheite Kameraperspektive des DTL-Sammel. Wie er da in die Südkurve einbiegt, das wäre... Das wird jetzt zwar geil aussehen, wenn das jetzt von vorne wäre. Mhm. Wow, das ist cool. Wow, das ja, nehmen wir mal. Das ist super. Seitberater hier mit dem Sieg einbiegen in die Südkurve auf dem Weg zu seinem allerersten, und das ist doch mal ein Sahnesamtmehl, so ähnlich wie Michael Ford in Suzuka. Ja. Top Samtmehl, und das haben wir jetzt genug, das haben wir jetzt gespeichert. Ohne Mauszeiger drin. So, jetzt ist die Menübar wieder da. Und dann nehmen wir das hier noch mit als Schlussszene. Wie er hier einbiegt und dann seinen ersten Indycar-Sieg feiern kann. Und das auf deutschem Boden in Hockenheim. Und ja, Zeit lebt ja in der Nähe von Aachen. Ja, an der holländischen Grenze fast. Auch nicht sehr weit weg vom Johannes. Nee. Also, denke ich mal, dass Johannes sich sogar für Zeit mitfreut, oder Johannes? Natürlich, natürlich. Fast Nachbarn. Seitberater, der dann hier zu seinem Sieg kommt in der Indica. Und wir müssen bedenken, da vorne sind jetzt Leute mit Fiebiger, die haben noch nicht gewonnen. Seitberater macht natürlich einen großen Satz, er hat aber noch keine Punkte geholt, glaube ich. Also holt er gleich einmal 30 Punkte. Nein. Hat er schon mal Punkte gehabt? Ja, das... Nein, nicht, dass ich wüsste. Ne, eben, dann holt er jetzt gleich mal 30 auf einen Schlag. Die gibt's für den Sieg. Und damit kann er sich auch schon mal gut ins Mittelfeld platzieren, der gute Seitberater. Das auf jeden Fall. Das ja, ist fast rein gelaufen. Ja, ich tue jetzt mal noch die Wiederholungen löschen. Jetzt kann Novien ja schon mal jetzt die Verabschiedung einleiten, denn jetzt sind wir am Ende. Wir haben alles analysiert. Und Norman, du kannst dich jetzt schon mal verabschieden, denn wir sind am Ende der Indycar-Übertragung. Ich habe jetzt alle Replays schon gelöscht. Das bedeutet, das ist was. Das war's mit der International Indycar Championship. Runde 6. Das Continental German Indy ist zu Ende gegangen. Seitberater hat gewonnen vor Daniel Drechsel und Justin Klaus. Ja. Und in 14 Tagen dann das letzte Indycar-Rennen vor der Sommerpause, das Eni Italian Indy aus Imola. Das wird dann wahrscheinlich ein spannenderes Rennen geben als das in Hockenheim. Novien, Fazit zu dem Rennen. Wie hat's dir gefallen, trotz dass wir erst am Ende zwei Positionsfights noch hatten, Schöne? Trotzdem ein sehr interessantes Rennen. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich schon mal von der Übertragung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nico, beim Johannes, dass er dabei war. Und bei dir natürlich, Michael, wieder für die Einladung. Recht herzlich. Wir sehen uns dann spätestens dann am Sonntag zum STM-Rennen in der Lausitz. Das letzte Rennen vor der Sommerpause. Richtig, die STM geht als erste Rennserie in die Sommerpause. Begünstigt etwas früher als geplant durch den Wegfall von Brünn. Da die Sommerpause in der STM zwei Wochen länger geworden dadurch. Genau. Dann wünsche ich euch noch eine schöne restliche Woche. Schaut das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Michael oder den Johannes oder den Nico. Wie gesagt, Sonntag das letzte Rennen vor der Sommerpause auf dem Euro in der Lausitz. Wir freuen uns sehr drauf, wer das Rennen dann macht. Ich habe, wie gesagt, noch ein kleines Andenken, das hast du ja auch sicher gesehen, diesen GP Cup Channel, wäre sehr nett, wenn du das auch unten in die Beschreibung setzen kannst. Da seht ihr einige Race Edits von einigen Fahrern von unserem GP Cup. War auch ein toller Start in die Woche, für mich Platz 3 gestern in Silverstone, das erste Podium seit 2,5 Jahren, Michael, muss man auch dazu sagen. Und Alex Huben hat das Rennen auch gewonnen. Muss man auch dazu sagen. Ich dachte, Ferrari konnte nicht fahren. Na, Alex kam da, hat sich das anders doch überlegt. Hat es anders ergeben. Aber ich habe mich gefreut für Alex. Ich werde ihn am Freitag auch wieder sehen. Mich mit ihm wieder persönlich treffen. Da wirst du auch wieder
wird ihr wieder Fotos dann sehen. Das war's von der Indycar. Aber bitte mit Köln-Trikot mit Jonas Hector drauf, bitte. Da werde ich versuchen, ihn zu fragen. Oder Ferrari oder sonst irgendwas. Ich werde ihn schon irgendwie fragen. Keine Sorge. Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir sehen uns dann spätestens am Sonntag wieder. Und im Laufe der kommenden Woche dann das vorletzte Rennen der Grand Prix 2 Serie. Saison 4 hier dann auf dem Hungaroring. Mehr habe ich nicht zu sagen. Vor der Sommerpause, ja? Nicht das vorletzte genau. Rennen. Nein, das vorletzte Rennen vor der Sommerpause. Ungarn und danach noch Kanada, bevor es ja, wie gesagt, da auch in die Sommerpause geht. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Folgt uns auch auf Twitter, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Beislav, abonniert uns und lasst ihm ein Abo da oder ein Like, wenn ihr es wollt. Und Kommentare sind gerne erwünscht. Oder eine Telefonnummer. Ja, oder das, genau. Und wir drücken... Wenn ihr weibliche Zuschauer seid. Oder kleiner so, genau. Oder, am Rande. Ja, genau. Und wir drücken am Mittwoch, gegebenenfalls Donnerstag, Wales und die Deutschen die Daumen für das EM-Halbfinale zwischen den Portugiesen gegen Wales am Mittwoch und am Donnerstag das große Spiel in Marseille, Deutschland gegen Frankreich. Also, machen Sie es gut und ciao, ciao. Euer Nobina Mani. Und ich gebe dir das letzte Wort, Michael. Ist der Johannes noch da? Dann kann der auch noch was sagen. Nee, der hat sich schon verabschiedet. Gut, dann möchte ich das auch abschließen. Bedanke mich erstmal bei Johannes Mehles und Nico Czewicki und dann auch bei dir. Das war's, die Übertragung der International IndyCar Championship. Wir hatten doch ein mittelspannendes Rennen gesehen, kann man es mal zusammenfassen. Das Fußballspiel von den Isländern war für einen Ticken spannender, aber trotzdem. Am Ende hat man noch zwei schöne Positionsfights, einen Marokkaner, der sein erstes Rennen gewonnen hat, also was will man mehr? In 14 Tagen sind wir dann beim Eni Italian Indy auf dem Autodromo Enzo Edino Ferrari zu Gast mit der ICC, bevor die sich dann in die Sommerpause verabschiedet. Am Sonntagmittag, ich gucke, dass ich es mal so früh wie es geht, wahrscheinlich parallel zum Formel 1 Rennen, denn ihr habt meine Meinung heute gehört, was ich jetzt von der Formel 1 halte. Das lasse ich nur noch nebenher laufen, weil mich das so ärgert. Dass sich die Formel 1 mittlerweile so ärgert, dass ich da diese überlege... Diese Woche läuft keine Formel 1. Diese Woche läuft keine Formel 1. Das ist erst nächste Woche. Nein, das ist diese Woche. Das Rennen von Silverstone ist direkt eine Woche danach. Okay. Und dann ist eine Woche Pause, weil dann ist MotoGP die Woche drauf und dann kommt Ungarn und dann kommt Hockenheim. Ach, das stimmt, genau, richtig. Und ich lese gerade mit dem Wort... Spielberg war ein Crash zu viel, Mercedes tot mit Steinerregie. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Der hätte von mir sein können. Das klingt ja genauso wie der alte bekannte Satz von Harald Schmidt. Heute bleibt die Küche kalt, denn Mutti war nicht angeschnallt. Aber das passt jetzt überhaupt nicht da rein. Also. Da war meiner besser, ne? Spielberg war ein Crash zu viel, Mercedes tot mit Steinerregie. Also, auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Ja. Und schönen Abend noch. Danke dir auch. Ich verabschiede mich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann die nächste Übertragung am Sonntagmittag, die STM. Das ist dann Runde Nummer 10. Die Rennen 19 und 20, wenn ich richtig rechnen kann, dann schon. Ja, 19 und 20. Dann aus dem Lausitzring. Und 11 Fahrer müssen doch leider in die Aussetzrunde. Das ist schade, aber das ist leider so. Und dann... Die Woche drauf, vielleicht wieder nächsten Montag, Grand Prix 2 aus Ungarn. Also bleibt gespannt. Und die IndyCars dann nochmal eine Woche später aus Imola. Mikrofon waren Johannes Mehles, Nico Czewicki, Nobin Amani und ich, Michael Beißler. Ich sage Keep Racing, auf Wiederlorge und bis zur nächsten Übertragung am Sonntag. Tschüss, schöne Woche noch. We'll be right back.
next in the International IndyCar Championship, round number 7, the Eni Indy from Imola.